Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute zur Veranstaltung Politisches Framing, wie Deutschland sich politische Wahrheiten einredet. Wir haben diese Veranstaltung zusammen vorbereitet mit dem Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. Leonard Novi wird dann auch die Moderation des Abends übernehmen. Mein Name ist Michael Stonjenko. Ich arbeite in der Heinrich-Böll-Stiftung und bin zuständig für den Bereich Gesellschaftspolitik. Da fällt auch dieses Thema mit herunter, politisches Framing. Ich hatte erst Angst gehabt, dass niemand zur Veranstaltung kommt, weil wir das böse Wort Framing hingeschrieben haben. Das klingt so nach, ich weiß auch nicht genau. Ich vermute und denke, dass viele mit dem Begriff etwas anfangen können. Zweitens, die Unterzeile, wie Deutschland sich politische Wahrheiten einredet. Ich glaube, da gibt es genug Wahrheiten oder das, was wir dafür halten, die zurzeit diskutiert werden, die zurzeit umgebrochen werden. Gesprächsbedarf, Gesprächsthemen genug. Wir beginnen mit einem Eingangsgespräch zwischen Leonard Novi und Elisabeth Wehling. Bitte schön, Leonard. Danke sehr. Danke, Michael. Ja, ich freue mich auch sehr auf eine spannende Veranstaltung. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und es ist ja auch es ist ja auch ein wichtiges Thema. Ein Thema, was uns nicht erst seit gestern beschäftigt, die Frage, wie Deutschland sich politische Wahrheiten einredet. Just in Dresden, der Stadt, die in diesen Tagen, in diesen Monaten jeden Montag irgendwie auf sich aufmerksam macht, dadurch, dass da neue Standards der rhetorischen Eskalation, der Demagogie gesetzt werden, just dort hat vor über 70 Jahren Viktor Klemperer an einer losen Blattsammlung gearbeitet, aus der dann ein Standardwerk der politischen Sprachkritik geworden ist, die Lingua Tertii Imperii, LTI. Klemperer gab damit der Rhetorik- und Propagandaforschung eine neue, eine ganz konkrete Richtung. Und schon ihm ging es um die Verführung der Bevölkerung, die unbewusste Verbreitung einer politischen Haltung durch Sprache. Und das sind Themen, die uns natürlich unter ganz anderen Vorzeichen, unter demokratischen Vorzeichen, heute genauso beschäftigen. In dieser Tradition steht eine Vielzahl von Wissenschaftlern, Chomsky, Chantal Mouffe, Erhard Eppler könnte man auch anführen, den ehemaligen Minister für Zusammenarbeit. Und eben auch unser heutiger Gast, Elisabeth Wehling, den allermeisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt. Eine der führenden Vertreterinnen, das kann man sicher so sagen, eines jungen Forschungsgebiets, das die Schnittstellen zwischen Sprachwissenschaft und Gehirnforschung auslotet. Und ihr und ihren Kollegen in Berkeley, da forscht sie, ist es zu verdanken, dass neue, teils, naja, bahnbrechende, kann man glaube ich sagen, Erkenntnisse dieses Forschungsgebiets Anwendung gefunden haben auf die politische Sprache, das Thema dieser Veranstaltung. Und dabei handelt es sich, das muss man mindestens mal aus Sicht eines Instituts, das sich mit Kommunikationsforschung auch beschäftigt, sagen, dabei handelt es sich um ein Thema, das wir mindestens mal empirisch eher unterbelichtet gelassen haben, zumindest in Deutschland. Das ändert sich nun, großen Anteil hat Elisabeth Wehling. Und wir wollen uns heute nämlich mit der Frage beschäftigen, inwieweit es sich nicht nur um einen theoretisch oder empirisch unterbelichteten Gegenstand handelt, sondern auch um einen praktischen, praktisch, politisch, auch demokratiepolitisch unterbelichteten, vernachlässigten Gegenstand. Das wollen wir tun, gemeinsam mit Experten aus Politik und Medien. Ich freue mich sehr, dass Christiane Hoffmann da ist, stellvertretende Büroleiterin des Spiegel hier in Berlin. Michael Kellner ist dabei, der politische Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Und noch nicht da, aber auf dem Weg ist Matthias Machnick, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, ausgewiesener Campaigning- und Kommunikationsexperte. Da kommt er gerade. Jetzt hoffe ich, da ist noch ein Platz. Genau, Matthias, magst du dich noch kurz setzen? Das sind die Experten, mit denen wir das nachher hier auf dem Podium diskutieren wollen. Wir wollen es nicht dabei belassen, das möchte ich gleich sagen. Wir wollen das mit Ihnen auch diskutieren. Wir werden schauen, dass wir früher auch in die Runde gehen, um eben sicherzustellen, dass wir auch Ihre Expertise, Ihre Erfahrungen, Ihre Eindrücke einholen. Bevor wir all das aber tun und um sicherzustellen, dass wir alle hier, die wir nicht alle Gelegenheit hatten, das Buch zu lesen, ein Stück weit eben denselben Wissensstand haben, dass wir sozusagen sprachfähig untereinander sind, möchten wir anfangen, Michael Stonjenko hat es schon gesagt, mit einem kleinen Q&A mit der Autorin dieses Buches, Politisches Framing, wie eine Nation, das ist für deutsche Verhältnisse immer etwas ungewohnt, wenn man das so liest, wie eine Nation
sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Das ist in diesen Tagen erschienen. Das ist nicht Elisabeth Wehlings erstes Buch. Sie ist seit Jahren wissenschaftlich, publizistisch, beratend zu diesem Thema unterwegs, hat in Rom und in Hamburg studiert, ist seit 2007 am Department of Linguistics an der University of California in Berkeley und Fellow am Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. Herzlich willkommen. So, herzlich willkommen. Dann steigen wir gleich mal ins Thema ein. Politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet. Wie tut sie das denn? Ja, hallo, guten Abend. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, wie redet sich eine Nation ihr Denken ein? Wie komme ich überhaupt auf die Idee, einen Buchtitel zu wählen, in dem ich suggeriere, dass wir so denken, wie wir sprechen? Weil genau das Thema in der Kognitionsforschung ist. Die Kognitionsforschung, wie wir sie in Berkeley betreiben und auch viele andere Institute weltweit das machen, schaut sich an, wie Denken und Sprache sich gegenseitig beeinflussen und wie der Einfluss von Sprache auf unser Denken sich in unserem Handeln niederschlägt. Das ist grob gesprochen der Gegenstand unserer Forschung. Wir machen das mit den Methoden der Sozialpsychologie, das sind Experimente. Wir machen das mit den Methoden der Neuroforschung, das sind fMRI-Scans, also da schauen wir, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir Sprache verarbeiten, wenn Wirklichkeiten entstehen über Sprache. Und drittens machen wir es über sogenannte konzeptuelle Diskursanalysen von Sprache und Gestik. Und da schauen wir eben, was steckt alles an semantischem Detail in so einzelnen Worten und Konstrukten. Wir wissen tatsächlich, dass Sprache sich direkt auf unser Handeln auswirkt. Zum Beispiel, wenn Sie Probanden in ein Experiment setzen und Sie geben ihnen zu lesen Worte, die an Alter denken lassen. Und hinterher und eine andere Gruppe von Probanden liest Worte, die nicht an Alter denken lassen. Und hinterher lässt man diese Menschen dann, das Experiment ist nun vermeintlich vorbei, lässt man die Probanden zum Fahrstuhl gehen. Diejenigen Probanden, die von Alter gelesen haben, gehen signifikant langsamer. Denn das Verarbeiten der sprachlichen Konzepte aktiviert bestimmte Frames, bestimmte Deutungsrahmen, Wirklichkeiten im Gehirn, im Denkapparat und schlägt sich unmittelbar in der Handlung dann nieder. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem ganz Alltäglichen, das hat mit Politik nichts zu tun. Für Politik gilt aber genau dasselbe. Zum Beispiel, wenn Sie das Thema Kriminalität nehmen, ein sehr abstraktes politisches Thema. Man kann die Kriminalität nicht anfassen, man kann sie nicht riechen, schmecken, hören. Wir müssen also auf konkrete Konzepte der Welterfahrung zurückgreifen, um Kriminalität eine Bedeutung zu geben. Wie tun wir das? Indem wir sie framen. Zum Beispiel, wenn wir sie als Viruskrankheit framen in einem Text, sind Menschen eher für Präventivpolitik, um Kriminalität zu bekämpfen. Wenn wir sie framen als ein gefährliches Untier in einem Text, dann sind Menschen eher dafür, Kriminelle einzufangen, wegzusperren und ihnen harte, harte Gefängnisstrafen zu geben. Hinterher fragt man, wonach haben sie sich entschieden? Und alle deuten auf dieselben Fakten. Die Fakten sind aber identisch über die Texte hinweg, die gleichen Statistiken. Sprich, der Mensch bildet sich seine politische Meinung zentral, ganz erheblich, über Sprache, über Frames. Und sie schlägt sich in seinen politischen Handlungen nieder. Soweit erstmal. Da sind wir dann schon bei einer anderen zentralen Kategorie, die Sie und George Lakoff, mit dem Sie zusammen forschen, in Berkeley immer wieder auch erwähnen, der politischen Metapher. Wenn Sie von Raubtieren, Viren und so weiter sprechen. Genau, richtig. Und die Metapher ist ja im Alltag oft, also so das klassische Verständnis von Metaphern ist ja oft dahingehend, dass man sagt, das ist so blumige Sprache aus der Rhetorik. In erster Linie wird die Metapher genutzt von Dichtern und Literatur und so weiter. Tatsächlich ist es so, und das ist eben die sogenannte konzeptuelle Metapherntheorie, die zu sehen ist als etwas anderes als das klassische Metaphernverständnis, dass wir abstrakte Dinge nur wahrnehmen können, indem wir Erfahrungen aus unserer direkten Interaktion mit der Welt aktivieren. Welche Erfahrungen wir aktivieren, hat ganz stark damit zu tun, welche Dinge wir im Laufe des Lebens gemeinsam erfahren. Ein einfaches Beispiel, die Metapher Zuneigung ist Wärme. Bereits im Säuglingsalter lernen wir diese Metapher. Wieso?
Wenn unsere Eltern uns auf dem Arm haben, dann haben wir positive Gefühle, wir fühlen uns geborgen und zugleich steigt die Körpertemperatur. Wärme und Zuneigung sind also simultan aktiv. Ein Frame entsteht, ein Deutungsrahmen entsteht, der in diesem Falle aus der Domäne der Temperatur auf die Domäne der Zuneigung überträgt. Deshalb sprechen wir von warmherzigen Menschen, sich erwärmen, kalte Schulter zeigen und so weiter und so fort. Jetzt komme ich gleich zum Ende, aber das eine noch, ich hatte es ja schon gesagt, nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Handlung wird bedingt durch solche Geschichten. Wenn Sie nun Menschen sozial ausschließen, zum Beispiel in einem Experiment, in dem man an einem Computer sitzt und man kriegt den Ball nie zugespielt bei einem angeblichen Ballspiel mit anderen Probanden. Es wird also simuliert, eine Situation der sozialen Exklusion. Und eine zweite Gruppe hat ein gegenteiliges Erlebnis, und zwar die Erfahrung sozialer Inklusion, kriegt den Ball ständig. Also wie beim Sport, im Schulunterricht, immer ins Team gewählt zu werden. Jetzt haben wir diese beiden unterschiedlichen Erfahrungen. Die gesamten Probanden werden dann in einen Raum gesetzt. Es kommt ein Versuchsleiter in diesen Raum hineingelaufen, verkleidet als Hausmeister und sagt, Mensch, um Himmels Willen, uns ist die Klimaanlage ausgefallen, wir müssen mal ganz schnell ein Gefühl dafür kriegen, wie warm es hier eigentlich ist. Diejenigen, die vorher der sozialen Exklusion ausgesetzt waren, schätzen die Temperatur im Raum signifikant niedriger aus. Sprich, das simultane Erfahren von Dingen, und das können auch sprachliche Dinge sein natürlich, führt zu einer metaphorischen Vernetzung, schlägt sich nieder in unserer Sprache und in unserem Handeln und Wahrnehmen der Welt. Nun kann man sagen, okay, interessant, das ist dann einfach so und irgendwie so intuitiv ist es ja auch nicht ganz verkehrt, also dass Sprache immer was mit Metaphern zu tun hat, Sprache auch im Übrigen nie neutral ist, das weiß man ja irgendwie oder wahrscheinlich die allermeisten hier. Was sind die Implikationen aus dieser Forschung, die Sie da in Berkeley die letzten Jahre über betrieben haben, für die politische Kommunikation oder auch für Ihr Verständnis, Ihre Analyse so unserer demokratischen Kultur? Ich nenne eine konkrete Studie, die einmal ganz stark verdeutlicht, wie diese Metaphern sich auf das politische Meinungsbild auswirken und dann sage ich was Generelleres dazu, wie sich das dann auf die politische Kultur niederschlägt oder was es dafür bedeutet. Metaphern spielen in der Politik eine ganz zentrale Rolle, weil natürlich die meisten politischen Konzepte abstrakt sind. Man kann die Regierung, die Steuern, die Sozialpolitik, die Bildung und so weiter nicht anfassen, nicht sehen, nicht schmecken, nicht hören und so weiter. Sie, ne, kriegen die Idee dafür. Nun haben wir eine ganz typische Metapher von Moral als Reinheit. Aufgrund dieser Metapher sagen wir Dinge wie, das ist ja ekelhaft, jemand hat ein sauberes Gewissen, ich wasche meine Hände in Unschuld, jemand hat schmutzige Gedanken und so weiter. Diese Metapher spielt eine zentrale Rolle in politischen Diskursen, wir nutzen sie sehr oft. Und nun haben wir Menschen in den Brainscanner gelegt, und zwar sehr konservative und sehr progressive Menschen. Und haben uns angeschaut, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir politische Botschaften anbieten, die diese Metapher nutzt. Also zum Beispiel, Sozialhilfe ist widerwärtig. Folgendes passiert. Sowohl die progressiven als auch die konservativen Probanden simulieren physischen Ekel im Gehirn, indem sie diese politische Botschaft lesen. Denn um zu begreifen, was ekelhaft, abstoßend, widerlich bedeutet, muss das Gehirn immer ein Stück weit die Schaltkreise aktivieren, die aktiv sind, wenn wir uns physisch ekeln. Also etwas Unangenehmes riechen oder das Bild sehen von jemand, der sich übergibt. Darüber hinaus ist diese Aktivität bei Konservativen stärker als bei Progressiven. Sprich, das konservative Gehirn ekelt sich stärker moralisch, wenn es politische Botschaften berechnet und es schlägt sich direkt aus in der Positionierung zu Themen wie Steuern, Umwelt und so weiter und so fort. Und das ist so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie eben diese Metaphern und Frames sich niederschlagen in unserer Wahrnehmung und wie sie halt auch wahnsinnig real sind. Was bedeutet das für den politischen Diskurs, für unsere politische Kultur? Wir müssen dafür sorgen, jeder, der politisch aktiv ist, muss dafür sorgen, solche Frames, solche Metaphern zu nutzen, zu finden, die der eigenen Ideologie, der eigenen Wertehaltung entsprechen. Sprich, was auch immer die moralische Prämisse der eigenen Politik, es gilt nicht nur die Politik danach auszurichten, sondern auch die Kommunikation damit auf eine Linie zu bringen, um den Mitbürger maximal begreifbar zu machen, wo komme ich eigentlich her moralisch.
Und eine These, die Sie in dem Buch, glaube ich, relativ stark machen, ist eben, dass politische Akteure sich der Wirkungsmacht von Sprache, von Frames zu selten bewusst sind. Ja, das denke ich unbedingt. Und da kann ich hier zum Beispiel, jetzt sind wir bei der Böll-Stiftung heute Abend, ein großes Thema ist die Umwelt in diesem Kreis, würde ich jetzt mal sagen. Und alleine da kann ich Ihnen zwei, drei Beispiele geben, relativ schnell, relativ einschlägig. Beispiele von Frames, die, obwohl wir sehr starke Fakten im Bereich Umweltverschmutzung, globale Erwärmung und so weiter haben, Frames, die sich dem kognitiv entgegenstellen, dass wir wirklich sinnhaft und moralisch über diese Themen denken. Zum Beispiel Klimawandel. Klimawandel, was ist Wandel? Wandel bedeutet, etwas verändert sich, zum Guten oder zum Schlechten. Jegliche Dringlichkeit, jegliche Verschlechterung, jegliche Klimakatastrophe wird nicht benannt, wird nicht mitgedacht. Erneuerbare Energien. Erneuerbar bedeutet, es wird zunächst Schaden genommen. Man muss es ja erneuern. Nicht sich erneuernde Energien, sondern erneuerbar. Sprich, suggeriert wird über dieses Sprachbild und damit das Gedankenbild wird suggeriert, dass wir, indem wir Sonne, Wind und Wasser nutzen zur Energiegewinnung, wir an diesen Energiequellen Schaden nehmen. Und sie sich dann noch nicht mal selbst erneuern, sondern wir sie erneuern, denn das Suffix bar ist immer ein Handlungsauftrag. Machbar, umsetzbar, realisierbar, erneuerbar. Und das sind so zwei Beispiele aus der Umweltdebatte zum Beispiel, die sehr deutlich zeigen, wie natürlich viele politische Akteure sich nicht genügend Bewusstsein darüber schaffen, wie sehr die Sprache bestimmte Bilder transportiert. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir dann gleich in die Runde gehen, ein anderes Beispiel, mit dem Sie immer wieder arbeiten, ist der Steuerdiskurs, an dem man, glaube ich, auch recht deutlich machen kann, worum es Ihnen geht. Wollen Sie ganz kurz was dazu sagen, der dominante Steuerdiskurs und wie Sie den aus einer kognitiv-linguistischen Perspektive analysieren? Ja, genau. Steuern sind ja so ein Grundthema in der Politik und sind ein Thema, das wahnsinnig stark geframed ist, und zwar primär aus konservativer Perspektive dieser Tage. Wir sprechen von Steuern und denken damit von Steuern als etwas, das uns belastet, die Steuerlast, Steuerbürde, Steuererleichterung, Steuerbefreiung. Wir sprechen von Orten mit Niedrigbesteuerung als Oasen und Paradiese. Und damit ist impliziert, dass die Orte mit Besteuerung wüste, lebensbedrohliche Umgebungen sind. Wir sprechen von der Steuerflucht, dem Steuerasylland. Wir sprechen von der Steuerfalle. Also wir haben eine ganze Reihe, und ich könnte jetzt so weitermachen, wir haben eine ganze Reihe von Frames, die sich letztlich kognitiv in die Idee einkaufen, dass Steuern eine Bedrohung, wenn nicht sogar geradezu lebensbedrohliche Bedrohung des eigenen Wohlergehens sind, und die moralische, logische Konsequenz ist, vor den Steuern zu fliehen, sich ihnen zu entziehen als eine Form der Selbstverteidigung geradezu. Was ist denn, Sie beraten ja nun auch, was wäre denn eine Alternative dazu, zu diesen Begriffen? Also in dem Buch sagen Sie ja, dass selbst eine Begrifflichkeit wie Steuerzahlen, der Steuerzahler, schon problematisch ist, und implizieren damit, dass mindestens mal progressive politische Kräfte eigentlich gut beraten wären, da ja ein Reframing, wie man wahrscheinlich aus der Framing-Perspektive sagt, ein Reframing, eine Umformulierung, eine neue Begrifflichkeit setzen müsste oder vornehmen müsste. Genau. Und weil es schon beim Steuerzahlen jetzt angesprochen wurde, das ist so ein ganz, erstens ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass selbst die kleinsten Worte in der politischen Debatte ein Frame aktivieren. Steuern zahlen. Da würde man ja nicht zweimal hinschauen bei dem Wort. Ne? Steuern zahlen. Da denkt man so drüber weg. Aber Steuern zahlen heißt, ich zahle, ich stehe in einer geschäftlichen Beziehung zum Staat. Ich bin der Käufer, ich bin der Kunde, der Staat ist der Dienstleister. Es gibt eine Staatskasse und so weiter. Wenn ich jetzt ein progressiver Politiker bin, dann möchte ich natürlich diese Idee nicht propagieren. Weshalb? Weil ich eher wahrscheinlich in der progressiven Ideologie über Steuern als etwas denke, das ein Beitrag zum kollektiven Wohlergehen ist, zur kollektiven Freiheit, zum eigenen und gemeinsamen Schutz und so weiter. Also die Idee eines Miteinanders, eines gemeinsamen Efforts sozusagen, ein gutes Leben zu führen und bestimmte menschliche Standards auch als Gesellschaft, als gute Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Dafür brauchen wir Steuerbeiträge. Und alleine zu sprechen vom Beitragen von Steuern, Steuern beitragen, Steuerbeitragende, Steuerbeiträge, sind Sie sofort in einem anderen Frame. Wieso? Beitragen kann man nur zu einer Gruppenaktivität. In dem Moment, wo ich sage, ich trage bei, ist automatisch impliziert eine Gruppe, die kollektiv mit mir ein gemeinsames Ziel verfolgt.
Ja, spannend. Bin auch gespannt, wie dann der Reality-Check nachher ist hier oben und unter Ihnen, inwieweit das dann tatsächlich praktikabel ist Ich oder muss sozusagen dann los. der Zwangscharakter von Steuern einfach so oder diese Wahrnehmung tatsächlich so tief oder so inhärent ist, was ja auch was mit der Anonymität des Staates zu tun hat, mit der Tatsache, dass es keinen unmittelbaren Return gibt, dass ich eben mir nicht aussuchen kann, wann trage ich bei. Und insofern ist es immer um eine ganz konkrete Belastung und eine Einengung meiner unmittelbaren finanziellen Spielräume geht, vis-à-vis eines ja, abstrakten Guten. Aber das können wir nachher vertiefen. Letzte Frage. Das ist ja ganz schön starker Tobak glaube ich, für uns alle, die wir irgendwie den Idealen der Aufklärung anhängen, die wir glauben, dass die Macht des besseren Arguments, dass die Fakten doch letztlich dann dominieren und dass, wenn wir nur unsere Position, unsere sachlogisch richtigen Argumente und Positionen rüberbringen, dass wir dann schon reüssieren. Wie ist denn die Resonanz, wenn Sie beratend unterwegs sind? Wie reagieren Politiker auf diese These, dass im Grunde nicht Fakten, sondern Frames entscheiden? Sie schreiben, glaube ich, im Buch von einer Situation, wo irgendein Brüsseler Politiker schreiend den Raum verlassen hat. Wie wird das generell, wie wird das rezipiert? Ja, das war in Straßburg und wir hatten eben ein Grundlagenseminar zum Thema und es ging an das unbewusste Denken, also sozusagen die Tatsache, dass wir Fakten immer innerhalb von Frames verarbeiten und dass das zum allergrößten Teil unbewusst ist. Und jener Abgeordnete sagte relativ laut: Ich habe keine Zeit für so einen Voodoo-Krams. Und dann ging er, packte seine Sachen und verließ den Raum. Vielleicht in der Form nicht nachzuvollziehen, inhaltlich ein Stück weit ja. Weshalb? Weil natürlich die Erkenntnis, dass der Großteil unseres Denkens unbewusst sein soll, eigentlich zunächst mal klingt wie etwas Unmögliches. Also wenn wir tagtäglich denken, wie soll so viel davon unbewusst sein? Wenn wir uns dann aber deutlich machen, dass all diese Dinge, die jetzt schon angeklungen sind, also das Simulieren von Ekel, wenn wir politische Botschaften verarbeiten, das Entscheiden eines Themas Kriminalität aufgrund von metaphorischen Framings, und so weiter. Wenn wir uns erstmal bewusst machen, dass all diese Dinge natürlich von uns nicht bewusst durchdacht sind. Dass wir nicht, wenn jemand von Alter spricht und sagen, naja, so ganz bewusst, jetzt bewege ich mich mal langsamer, all diese Geschichten, dann wird es schon langsam deutlich, die Kognitionswissenschaft meint mit diesen 98% des unbewussten Denkens eben all die Abläufe, die wir gar nicht überblicken können. Das ist das eine. Wir können trotzdem sehr bewusst und ja, sehr bewusst politisch denken und sprechen. Allerdings können wir nicht rational und rein faktenbezogen politisch sprechen und denken. Das ist eine Unmöglichkeit. Wir können nämlich Fakten, Zahlen, Ziffern nicht außerhalb von Deutungsrahmen, von Frames überhaupt verarbeiten. Wir müssen immer einen Frame aufrufen und dann wird die Frage eben relevant, welchen Frame nutzen wir? Und oft höre ich, Sie hatten es angesprochen, in der Arbeit mit Medienschaffenden, Politikschaffenden, höre ich natürlich oft, dass die Leute sagen, aber können wir denn nicht einfach die Frames jetzt alle mal weglassen und ganz ehrlich kommunizieren? Und das ist natürlich eine gewisse Naivität gegenüber der Sprache und auch der politischen Debatte, denn wann immer Sie ein Thema beleuchten aus einer politischen Perspektive, bringen Sie ja Wertevorstellungen mit hinein. Deshalb haben wir den politischen Streit, deshalb haben wir den demokratischen Streit über Fakten, die uns allen gleichermaßen zugänglich sind, die für uns alle die gleichen Fakten sind, die gleichen Zahlen und so weiter. Und genau, und wenn man das dann so ein paar Stündchen durchdrungen hat, dann geht das eigentlich. Gut, so Und viel wer Zeit. vorher gegangen ist, hatte Pech. Ja, das gilt auch für Sie, aber wir bleiben ja auch heute nicht so lange da. Wir schreiten jetzt mal hier rüber und ich bitte dann Christiane Hoffmann, Matthias Machenick und Michael Kellner aufs Podium. Jetzt werden wir das hier mal ein bisschen dem Praxistest unterziehen. Danke für den Moment. Ja. Wir sind ja ein bisschen grünenlastig, weil hier wahrscheinlich im Raum auch einige sind. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit der Sozialdemokratie an. Und mit Matthias Machnick, bekanntermaßen nicht nur Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sondern auch ja, einer der, wenn nicht der Kommunikations- und Wahlkampfexperte in der SPD. Und jemand, der sich, glaube ich, auch nicht erst seit gestern mit den Thesen von Elisabeth Wehling beschäftigt. Deswegen will ich gleich fragen, wie halten Sie es denn mit dem, was wir gerade gehört haben? Ja, zunächst mal bin ich sehr dankbar, dass es dieses Buch gibt.
gerade in diesen Zeiten, wo wir eines feststellen, da wird gar nicht geframed, sondern es gibt eine Verrohung von Sprache in Deutschland. Wer sich gerade mal anschaut, wie wir über ein bestimmtes Thema, das seit Wochen und Monaten die politische Debatte bestimmt, reden, dann weiß ich nicht, ob da Frames eine Rolle spielen. Das spielt in jedem Fall eine Rolle, eine Verrohung der politischen Diskussionskultur. Und deswegen glaube ich, das Buch ist deswegen wichtig, weil es soll uns sensibilisieren. Und in der Tat, Politik erschöpft sich nicht in Kommunikation, aber Politik ohne Kommunikation geht nicht. Sondern Politik muss sich mitteilen. Und natürlich müssen Parteien, müssen auch Einzelpersonen darüber nachdenken, wie sie jenseits der Faktenbasis, jetzt würde ich mal nicht das Wort Frame benutzen, aber auf einer Wertebasis versuchen darzustellen, was eigentlich ihre Ziele sind. Und ich gebe an einer Stelle Frau Wehling ausdrücklich recht, wenn man sich mal die Anteile anschaut in der Politik zwischen Gremiensitzung, Sacharbeit und ernsthaften Nachdenken darüber, wie wir eigentlich das, was wir konzeptionell für richtig halten, am Ende des Tages auch an den Mann oder an die Frau bringen, gibt es dort aus meiner Sicht ein eklatantes Missverhältnis. Weil, obwohl Politik immer unterstellt wird, vieles sei geplant, der Anteil, wo wir darüber nachdenken, wie wir kommunizieren, zu welchem Zeitpunkt wir kommunizieren, mit welchen Begriffen wir kommunizieren, ist im Vergleich zu der Arbeit, die wir ansonsten leisten, aus meiner Sicht eher unterbemittelt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das macht es im Übrigen auch schwer, weil Rudolf Korte hat mal den Satz gesagt, erst verliert man die Sprache und dann die Macht. Ich glaube, dass das stimmt. Und ich meine, das korrespondiert ja auch mit Ihren Thesen. Was mich ein bisschen an dem Buch gestört hat, jenseits dieser Herleitung, die ich absolut unterstütze und auch sage, wir müssen mehr, gerade im Bereich links der Mitte oder im Bereich der politischen Linken, wir müssen mehr über Begriffe, Semantik, Argumentationslinien nachdenken, weil wir sind immer noch Kinder der Aufklärung, glauben, Fakten überzeugen. Bin ich an einer Stelle doch, sage ich mal so, was das Buch angeht, zurückhaltend. Manches liest sich wie eine technische Anleitung. Wie eine technische Anleitung, und man muss ja nur die technische Anleitung umsetzen, dann sei man erfolgreich. Und daran habe ich nur meine Zweifel. Weil neben Worten, will ich auch eines klar sagen, natürlich Worte spielen Personen eine immer wichtige Rolle. Im Übrigen. Wir haben eine Personalisierung der Politik, und das hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Und das ist neben der semantischen oder der kommunikativen Dimension eine ganz, ganz entscheidende Frage. Das wird dabei ein bisschen ausgebildet. Ich will das an einem Beispiel sagen. Sie haben von den Erneuerbaren gesprochen und haben gesagt, das sei eigentlich nicht so schön und das sei nicht so gut. Das ist dann allerdings eines erklärungsbedürftig. Die Zustimmung zu erneuerbaren Energien hat in Deutschland seit Jahren Rekordwerte. Bewegt sich immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Im Übrigen, weil offensichtlich nicht alleine der Begriff den Frame ausmacht, sondern das Ziel, nämlich nachhaltig zu sein, klimapolitisch korrekt zu sein und so weiter. Und von daher glaube ich, muss man dort nachjustieren. Dennoch, insgesamt Respekt, ein guter Beitrag zur Diskussion, hoffentlich auch ein Impuls dafür, dass politische Parteien ihre Zeitbudgets so strukturieren, dass natürlich Content wichtig ist, dass Inhalte wichtig sind, aber dass man eben nicht alleine über Inhalte, sondern vor allen Dingen auch über Semantik, Personalisierung, auch über Wertestreit oder Framingstreit, sagen politische Kampagnen gewinnt. Und daran erinnert das Buch und daran sollten wir arbeiten, weil im nächsten Jahr gibt es Bundestagswahlen. Und wenn ich mal auf die politische Linke, auch auf meine Partei schaue, da haben wir ein bisschen was zu tun. Vielleicht dann mal ganz kurz, wo wir gerade parteipolitisch werden nachgefragt. Stellt sich, würden Sie sagen, dass sich diese Problematik, die Sie da aufgemacht haben, die Rolle von Werten, von Emotionen in der Politik, dass sich die vielleicht in besonderem Maße für die Sozialdemokratie stellt? Eine Partei, die ja immer wieder für sich anführt, dass sie der Motor oder der Leistungsträger in der Regierung ist, dass sie überhaupt die richtigen Konzepte hat. Eine Partei, deren politische Kultur
relativ kognitiv geprägt. Da wird viel über Programm gestritten, da werden Papiere geschrieben und zirkuliert und ganz tolle Konzepte, sicher mehr als beim großen Koalitionspartner. Und trotzdem funzt es nicht, um es mal platt auszudrücken. Oder schlägt sich das nicht im elektoralen Erfolg nieder? Ist das, was Elisabeth Wehling beschreibt, ist das ein Problem, das sich für alle Parteien gleichermaßen stellt oder vielleicht für die Sozialdemokratie im Besonderen? Nein, ich glaube, es stellt sich allen Parteien. Ich sage mal ein Beispiel. Wir alle verlieren gegen die AfD. Wir alle, auch die Grünen, die SPD. Die politische Mitte oder das demokratische Spektrum in Deutschland verliert gerade einen Teil von Bevölkerung. Das ist nicht nur ein Problem von uns, sondern es ist ein Problem von uns allen. Das Zweite ist, wir haben eines, müssen wir mal erkennen, wir haben einen Bundestagswahlkampf erlebt, zweimal schon, der hatte zwei Botschaften und die haben am Ende des Tages, waren die erfolgreich. Keine Experimente und auf den Kanzler oder die Kanzlerin kommt es an. Das hat Deutschland überzeugt. Und dann muss ich sagen, das ist die Herausforderung, vor der wir an der Stelle stehen. Und dabei kann man eines lernen. Man kann auch ich bin Teil der Bundesregierung, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger formulieren. Man kann auch durch diskrete Zurückhaltung, durch intelligentes Moderieren oder however you name it, kann man so viel Zustimmung organisieren, obwohl es einen enormen Handlungsbedarf gibt. Und diese Diskrepanz fällt dann gar nicht auf. Und ich glaube, das ist die Aufgabe. Und das Zweite ist, ich glaube, das gilt für die gesamte politische Linke in Deutschland. Wir haben keine Geschichte mehr. Eine Geschichte, die ein paar Dinge adressiert. Beispiel, was ich nochmal sagen will, gerade in den USA, das kann man erleben, Donald Trump ist Ausdruck einer wütenden politischen Mitte oder einer Mittelklasse, die wütend ist. Im Übrigen, bei uns gibt es die wütende Mitte auch. Und ich warne alle davor zu glauben, die AfD sei nur ein Phänomen der Flüchtlingsdebatte, sondern ist auch Ausdruck, die AfD zum Beispiel, einer wachsenden Unzufriedenheit über Einkommen, soziale und sonstige Situationen in Deutschland. Und darauf braucht man, wenn man Politik links der Mitte machen will, Antworten. Antworten, und zwar auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Auf der Ebene von Steuern, auf der Ebene von Sozialprogrammen, auf der Ebene von Qualifizierungsmaßnahmen, auf der Ebene von was auch immer. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen die Deutungshoheit verloren bei bestimmten Themen. Und die muss zurückgewonnen werden. Und dazu braucht man eine Mischung aus Person, Programm und Performance einer Partei. Alle drei Elemente gehören zusammen. Und zur Performance einer Partei gehört auch die semantische Dimension. Und ich glaube, da waren, wenn man mal auch historisch schaut, war die politische Linke nie gut. Es gibt ein wunderbares Stück oder einen wunderbaren Teil eines Buches von Ernst Bloch. Das Buch heißt Ungleichzeitigkeit, oder ein Stück von ihm. Und da beschreibt er aus den 30er Jahren eine Situation, die sie im Kern, er war auf zwei Veranstaltungen, auf eine der Nazis und eine der Kommunisten. Und er sagt, ja, die Kommunisten haben den Kopf bedient, die anderen das Herz. Und ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen mehr lernen, auch auf der Werteebene Menschen anzusprechen, und auch wieder, weil nur dann können sie auch wirklich erfolgreich sein, auf der Glaubwürdigkeitsebene. Und Glaubwürdigkeit heißt dann auch, Dinge durchzusetzen und so weiter, wieder stärker zu punkten. Das ist die Aufgabe. Und sie wird nach dem 13. März, ich glaube, so kann man schon sagen, sie wird noch dringlicher. Vielen Dank. Gehen wir weiter zu Michael Kellner, der qua Amt als politischer Geschäftsführer, glaube ich, mit den strategischen und dann den ganz praktischen operativen Implikationen dessen, was Frau Wehling schreibt, irgendwie befasst ist. Teilen Sie diese Einsichten, das sind ja auch Ansichten, das ist ein sehr politisches Buch, teilen Sie die? Ja, erstmal würde ich sagen, ja, es ist ein sehr, sehr lesenswertes und lohnenswertes Buch. Und gerade auch in den Zeiten, wo ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo politische Unterschiede zwischen Parteien auch wieder deutlich sichtbarer werden.
Also wir erleben eine Form von Polarisierung. Wir erleben übrigens auch, um da kurz an Matthias Machnik anzuschließen, wir erleben auch eine Sache, die Pusche Linke in diesem Land hat selten die Wahlen über eine ökonomische Mehrheit gewonnen, aber darüber, dass sie eine kulturelle Mehrheit erreichen und darstellen konnten. Und wir sehen das, was mir da Sorgen bereitet, ein Drift und ein Ruck nach rechts, also dass wir 20% Menschen mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Gesellschaft haben, das wissen wir aus anderen Studien von Heidmeier, Bielefeld und anderen, die kommen zum Tragen, aber es gibt auch einen gesellschaftlichen Sog insgesamt, eine Debattenverschiebung der Gesamtgesellschaft nach rechts. Und da komme ich jetzt zu Frau Wehling zurück und den Thesen, weil es schärft nochmal sehr, darüber nachzudenken, in welcher Sprache spreche ich, in welcher Sprache adressiere ich Unterschiede. Und jetzt bin ich Geschäftsführer einer sehr programmverliebten Partei. Ich glaube, das teilen auch linke Parteien. Auch das Antragsbuch der SPD für Parteitage ist sehr dick. Ja. Das ist auch oft eine sehr liebenswerte Art, dass wir einen unglaublichen Bedarf an Spiegelstrichen, Details und Fakten oft haben. Das will ich auch gar nicht negieren. Das ist auch richtig so. Ich glaube auch, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sozusagen Fakten zum Fenster rauswerfen oder Politik sozusagen nur noch überlegen. Es geht nur noch um Ringen, um Metaphern. Sozusagen nur wie können wir für unsere Ziele bestmöglich tatsächlich auch Zustimmung gewinnen. Und dass wir uns da über die Sprache immer wieder Gedanken machen, das gehört auf jeden Fall dazu. Ich würde das auch gerne ganz kurz auflösen, vielleicht an einem Beispiel. Ja, also Sie haben ja zu Recht den Punkt Klimawandel oder Klimaerwärmung, schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, weil das hatten Sie ja vorhin erläutert, dass Erwärmung ein so schöner Begriff ist, weil das Nähe und Zuneigung, das heißt die Frage von Klimaerwärmung, das wäre dann eher ein Punkt, der sozusagen positive Assoziationen hervorruft. Das ist ja nicht das, was wir wollen in der Frage von Klimapolitik. Jetzt haben wir uns zum Beispiel als Grüne ganz bewusst entschieden, für unsere Politik, die sich daran gar nicht ändert, zum Beispiel nicht von der Klimakatastrophe zu reden, weil wir auch natürlich eine Hoffnung darauf ausrichten wollen. Es ist auch gestaltbar, also die Sache ist auch lösbar. Da erschien uns Katastrophe als ein sozusagen unabwendliches Ereignis, ein Schicksal, das eintritt und sehr schwer abwendbar ist. Wir beispielsweise auch im letzten Jahr, vielleicht so viel auch mal aus hinter den Kulissen, ganz bewusst in der ganzen Frage Klimakampagne, Thema Paris, letztes Jahr ganz stark von dem Thema Klimakrise besprochen haben, um darüber auch dieses Thema nochmal zu versuchen, deutlich zu machen. Es gibt einen Punkt oder zwei Punkte, wo ich gerne mit Ihnen auch darüber diskutieren möchte. Sie haben das ja kurz vorhin angedeutet mit diesem Beispiel Alter. Nicht? Die Menschen denken ans Alter und laufen dann schneller oder langsamer zum Fahrstuhl. Sie sollten, wenn sie nicht die Treppe nehmen. Ja? Jetzt zuckt es mich dann als Kind der Aufklärung, wenn ich dann andere Beispiele auch noch lese, ja, dass sie schreiben, das schöne Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn der Stuhl nach links neigt, dann tendieren die Leute stärker nach links oder nach rechts, wenn der Stuhl nach rechts neigt. Soweit ich weiß, dass die Heinrich-Böll-Stiftung in den Stühlen, auf denen Sie sitzen, noch nicht umgesetzt. Ich würde das auf Parteitagen auch nicht machen, auch insgesamt nicht. Da glaube ich nur, dass es auch wichtig ist zu sagen, da würde mich nochmal wie relevant ist das, weil da muss ich sagen, da fängt es bei mir an zu zucken, weil ich das ganz ehrlich sage, da ziele ich darauf zu sagen, eine Aufklärung und Selbstbestimmung ist sozusagen, das geben wir nicht aus und ist nicht nur von äußeren Umständen abständig. Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist mit dem saubere und erneuerbare Energien, war ja gerade ein Beispiel. Jetzt sagen Sie auch ganz zu Recht, und das finde ich auch extrem wichtig, dass man Frames des politischen Gegners nicht aufnehmen soll. Ein ganz einfaches Beispiel ist, die Boot ist voll Metapher in der Flüchtlingspolitik nicht zu verwenden. Ja. Richtig. Trotzdem muss man schauen, dass wir eine Frage auch von der Verständlichkeit der Sprache sprechen. Also es ist nicht einfach zu einer Frage von Plastiksprache und völliger Unverständlichkeit. Wir haben mal Grün haben wir lange über Weltinnenpolitik gesprochen. Komischerweise hat es nie jemand auf der Webseite gefunden, wenn er zum Thema Globalisierung gesucht hat. Also da ist auch ein Punkt, wo ich finde, wo wir schauen müssen und auf dem ich eigentlich hinaus wollte. Wir waren immer dann erfolgreich, auch unsere Parteigeschichte,
wenn wir auch ganz bewusst gesagt haben, der Slogan hieß Atomkraft, nein, danke, mit der wir sehr erfolgreich Kampagnen gemacht haben und nicht saubere Energien, ja bitte, auch wenn dieser Teil der Erzählung mit dazugehört, aber wenn man sich grüne Parteigeschichte anschaut seit Anfang der 80er Jahre, dann war das sicherlich eines der erfolgreichsten Projekte, die wir vorangebracht haben, für die wir auch eine gesellschaftliche Mehrheit ja erkämpft haben. Und deswegen ist die Frage, diese Verneinungsfrage treibt mich da nochmal ein Stück um. Das würde ich sagen, das nehmen wir gleich mal mit, wenn Frau Willing Gelegenheit geben Sie ja wieder, aber vorab die Frage an Christiane Hoffmann. Sie sind ja quasi doppelt prädestiniert, hier zu sitzen. Zum einen ist Sprache, sind Wörter Ihr Metier, der Rohstoff, mit dem Sie als Journalistin arbeiten. Zum anderen sind Sie eine Beobachterin des politischen Geschehens hier in Berlin und in Deutschland. Inwieweit haben Sie denn sozusagen die Darstellung oder sich wiedergefunden in der Darstellung der politisch-sprachlichen Praxis von Frau Wehling? Also ich habe das Buch auch sehr gerne gelesen, vor allen Dingen den ersten, diesen experimentellen Teil. Und zwar deshalb, weil ich ständig das Gefühl hatte, jetzt kann die Kognitionswissenschaft beweisen, was wir eigentlich schon lange wussten. Oder zumindest, was wir geahnt haben, nämlich, dass unsere Wahrheitsfindung, unser Denken total sprachlich funktioniert, dass es kein Denken außerhalb von Sprache gibt. Und dass das uns in unseren Einstellungen und uns bis in den Körper hinein prägt, das fand ich sehr spannend zu sehen. Ich glaube aber, die wir auch ein bisschen älter sind als Sie und sozusagen die Zeit des Kalten Krieges miterlebt haben, der ja auch immer sehr stark ein Krieg um Worte und Begriffe war, da ist es natürlich ein Stück weit auch selbstverständlich, dass Sprache immer umkämpft ist, auch politisch, wirklich ein politisches Kampfgebiet. Und ich fand es aber auch sehr wichtig, das nochmal als Journalistin in Erinnerung zu rufen, weil das natürlich uns in unserem täglichen Schreiben tatsächlich begleitet. Wir sind ja, konfrontiert von Seiten der Politik mit professionellen Kommunikatoren, auch wenn Sie das eben so ein bisschen in Abrede gestellt haben, Herr Machnick, aber uns scheint das schon so. Und uns werden Begriffe geliefert, wo wir dann entscheiden müssen, wollen wir die eigentlich? Also wenn man uns sagt, dass in Afghanistan ist ein Stabilisierungseinsatz, sollen wir diesen Begriff dann übernehmen oder sagen wir nein? Der Westen führt da einen Krieg und wir schreiben auch über einen Krieg. Also das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir natürlich ständig eigentlich gehalten sind und zu überdenken, sind die Begriffe, die die Politik wählt, diejenigen, die wir für die richtigen halten. Und Der gleiche Punkt, das greift auch nochmal den Gedanken auf, nicht das Vokabular des Gegners zu übernehmen. Wir haben im Moment in der Redaktion, in allen Redaktionen, glaube ich, eine sehr intensive Diskussion darüber, was wir mit dem Begriff Lügenpresse machen. Weil in dem Moment, in dem wir ihn selbst benutzen, wir benutzen ihn natürlich nur in Anführungsstrichen, aber Sie schreiben natürlich ganz richtig, dass diese Anführungsstriche viel zu schwach sind, um ihn eigentlich in Frage zu stellen. Ja? Also, oder Sie haben das an einem anderen Beispiel beschrieben, ja. Also indem wir das überhaupt annehmen, indem wir das schreiben, nehmen wir es ja in gewisser Weise an und fangen an, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist also ein ganz schwieriger Begriff für uns. Wollen wir den überhaupt wiederholen und ihn damit auch irgendwie bekräftigen? Ach, mir sind so viele Dinge gekommen, als Sie eben alle gesprochen haben. Ja, also ich würde sagen, dass wir uns als schreibende Journalisten schon sehr bewusst sind, auch dessen, was da im Moment passiert. Also mein Kollege Markus Feldenkirchen hat zum Beispiel auf Spiegel Online vor ein paar Wochen über die Verrohung der Sprache geschrieben. Das wurde extrem stark wahrgenommen. Wir hatten einen Leitartikel über die Sprache des Ausnahmezustands, nachdem Seehofer ja von der Herrschaft des Unrechts gesprochen hatte, wo wir auch nochmal uns damit auseinandergesetzt haben, wirklich ganz klar, fast linguistisch, was passiert hier eigentlich sprachlich? Ja? Also das ist für uns ist das total wichtig und wir setzen uns auch sehr stark damit auseinander. Vielleicht so weit erstmal. Können wir nachher noch vertiefen, aber Sie haben es jetzt ja eben angesprochen, das ist ja eben die zweite Seite der Medaille, die Rolle der Journalisten in diesem Prozess. Elisabeth Wehling zitiert ja oder auch immer wieder aus Artikeln
Und wir führen ja durchaus auch einen Diskurs, inwieweit die Medien selber so eine Art Einheitsdenken verfallen sind. Also in der Griechenland-Diskussion oder wie auch immer. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen? Ja, das vielleicht noch. Ich habe in dem Buch immer mit Spannung darauf gewartet, wann die Gegenvorschläge kommen. So. Ne? Und dann außer den Steuerbeitragenden waren da gar nicht so viele. Das hätte mich jetzt irgendwie noch total interessiert. Wie denn sonst? Also wie sollen wir es denn nennen? Das ist doch eine hervorragende Steilvorlage, um jetzt mal Elisabeth Wehling Gelegenheit zu geben, darauf zu reagieren. Also Stichworte waren ja so ein bisschen, das klingt ein bisschen fast technizistisch, technokratisch, so eine technische Anleitung, da sei so eine Art Machbarkeitsglaube dahinter. Man könnte mal eben sozusagen uns umprogrammieren. Sie haben in der Süddeutschen, glaube ich, selber sich auch am Begriff der Flüchtlinge abgearbeitet, ne, gesagt, wir sollten eigentlich gar nicht über Flüchtlinge reden, just das Wort, das von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gekürt wurde, weil, so heißt es dann in der Begründung, die Bezeichnung eben stark im deutschen Wortschatz verankert sei und die zentrale gesellschaftliche Diskussion auf den Punkt berechte. Also ist denn, und Sie schlagen stattdessen Geflüchtete vor, glaube ich, als Alternative. Ist sowas überhaupt gangbar oder wie gehen Sie mit dem mit der leisen Kritik, die jetzt hier auch aufkam, um? Also ich habe die Fragen im Kopf gesammelt. Ich habe jetzt 2 Kernfragen pro Person gedanklich festgehalten. Und bevor ich die in aller Kürze abarbeite, ich bin da sehr fix in der Regel, gehe ich kurz auf das Wort Flüchtling ein, weil Sie ja schon ansprechen, da hatte ich was dazu geschrieben, was da dahinter steckt. Und ich glaube, das Publikum, das jetzt nicht zufällig dieses Interview gelesen hat, weiß jetzt nicht wirklich, was damit anzufangen, bevor sich die nächsten 5 Minuten gedanklich damit auseinandersetzen und versuchen, das aufzudröseln, sage ich es Ihnen ganz kurz. Das Suffix link ist ein sogenanntes Diminutiv. Historisch war es sprachlich dazu da, Dinge zu verkleinern, Frischling, Setzling und so weiter, also Dinge klein zu machen, über eine Metapher, nach der unwichtige Dinge klein sind. Eine große Sache, eine kleine Angelegenheit, ist dieses Diminutiv irgendwann entstanden als eine Form der Abwertung. Widerling, Schreiberling, Schönling, also selbst positive Konzepte können über das Suffix link in das Negative hineingebracht werden, gedanklich. Das Liebling, Verkleinerung. Wehling, nichts damit zu tun. Ich hoffe. Und das ist eben der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist der, dass ja die deutsche Sprache hat ja Gender in der Grammatik und Flüchtling ist ein männliches Konzept. Der Flüchtling, nicht die Flüchtling. Das heißt, dass wir über das sprachliche Darstellen von Flüchtlingen als männlich stereotypische männliche Merkmale assoziieren mit diesem Konzept. Und dass das tatsächlich so ist und nicht nur zu Unwohlsein und hochgezogenen Augenbrauen führt, kann ich Ihnen eine schnelle Studie dazu sagen. Im Spanischen sind die Brücken männlich, im Deutschen weiblich. Wenn man jetzt Fotos vorgelegt hat von Brückenspaniern und Deutschen, dann haben die Deutschen gesagt, Brücken sind lieblich, grazil, schön, sanft, verletzlich, stereotypische, wohlgemerkt nicht prototypische, weibliche Merkmale. Und die Spanier haben gesagt, Brücken sind hart, schroff, grob und so weiter. Sprich, die Muttersprache und auch andere Sprachen, wie zum Beispiel der Flüchtling, führen dazu, dass wir Dinge gedanklich als männlich oder weiblich assoziieren. Und das sind eben kurz die Stichpunkte zum Wort Flüchtling. Dann Ist es machbar, dann einfach zu sagen, das sind dann jetzt Geflüchtete? Das wäre zumindest ein Alternativvorschlag, wenn man die Flüchtlinge nicht unbewusst kognitiv abwerten will oder ihnen schaden will, dann wäre es sicherlich sinnvoller, von Geflüchteten zu sprechen. Sie können sagen, der Geflüchtete, die Geflüchtete und so weiter. Das ist durchaus möglich und man hat eben das Diminutiv raus in dem Moment. Die Lügenpresse. Ich arbeite mich so einmal durch. Die Lügenpresse ist so eine Geschichte, wo man sagen muss, das ist ein typischer Fall von Frame-Negierung. Also die sogenannte Lügenpresse oder die Frage, haben wir eine Lügenpresse? Das wäre so ein typischer Fall, wo man das Konzept sprachlich aufgreift und obwohl man es verneint oder zumindest in Frage stellt in seinem Wahrheitsgehalt, man natürlich die Idee propagiert und immer wieder zusammenhört, Lügenpresse, Lügenpresse. Und das natürlich ein typisches Konstrukt ist, das dann gelernt wird, dass der Mitbürger diese Assoziation verinnerlicht. Ja, aber ganz konkret, genau, ja. Das wissen wir natürlich, deshalb ja. Stellen wir uns auch die Frage, aber heißt das, wir sollen uns nicht damit auseinandersetzen? Doch, unbedingt. Oder heißt es, wir sollen das Wort einfach nur vermeiden? Korrekt. Und aber wie kann man darüber sprechen, ohne das Wort aufzurufen? Aha. Das ist
Und da, dass also nie darüber schweigen, nie den Frame des Gegners aufgreifen, denn es ist ja nicht die eigene Sicht auf die Dinge, sondern dort angreifen, wo man ehrlich moralisch empört ist. Dort angreifen, wo man die Sachen sieht. Zum Beispiel, wenn die Lügenpresse ein Konstrukt ist, das von rechtspopulistischen Strömungen in die Welt gesetzt wird, die Frage stellen, wieso ist der Rechtspopulismus darauf angewiesen, dass wir keine gute, transparente Berichterstattung haben? Wieso ist er angewiesen auf diese Diffamierung? Was versucht er da? Er versucht, die vierte Gewalt im Staat zu demontieren, weil langfristig der Rechtspopulismus oder zumindest seine extremen Ausprägungen nicht überleben können in einer wirklich freien, demokratischen Debatte. Das wäre, wenn das Ihr Gefühl dazu ist, wäre das so eine Geschichte dazu. Ohne zu sagen, wir sind keine Lügenpresse. Wenn das nicht Ihr Gefühl dazu ist und Sie haben eine andere Einschätzung moralisch, würde es immer darum gehen, die zu durchdringen und dann zu kommunizieren, anstatt die Sprache des Gegners aufzugreifen. Die Atomkraft, nein danke, ist ein gutes Beispiel für das, was auch eben schon durchgeklungen ist mit der Lügenpresse. Frame-Negierung heißt keinesfalls nicht sich auf Diskussionen, Debatten einlassen und den Gegner angreifen, ganz im Gegenteil. Frame-Negierung bedeutet, die moralischen Angriffe auf einen selbst durch den Gegner nicht zu wiederholen. Atomkraft, nein danke. Atomkraft war ein starker Frame, hat gut funktioniert. Nicht von ungefähr hat irgendwann die Atomindustrie angefangen, von der Kernenergie zu sprechen. Mit der Fahrstuhlstudie und der Langsamkeit kann ich natürlich nur sagen, oder auch die andere Studie, die Sie kurz ansprachen, es gibt eine Studie, es gibt die Metapher konservatives Rechts und progressives Links. Ne? Politisch rechts, politisch links. Tatsächlich wurde eine Reihe von Forschungsstudien dazu gemacht in Princeton und man hat gefunden, wenn man alle anderen Faktoren rausnimmt, und dabei geht es ja primär darum zu begreifen, wie funktioniert politisches Denken, sozusagen, wenn man sich kleine Aspekte rausnimmt. Tatsächlich war es so, wenn man Menschen, die in der Mitte sind politisch, Meinungsumfragen ausfüllen lässt und sie dann entweder nach rechts geneigt oder nach links geneigt sitzen, mit der rechten Hand bestimmte Dinge betätigen müssen oder mit der linken Hand, dass sie tatsächlich signifikant nach links und rechts sich politisch bewegten. Ist das eine faszinierende, ein Einblick in das politische Entscheiden? Ja. Ist es der einzige, wichtigste oder vordringlichste Faktor in der politischen Entscheidung im Alltag? Natürlich nicht, weil viele andere Faktoren dazukommen. Einziges Ziel dieser Studie, und dieses Ziel wurde erreicht, war zu zeigen, tatsächlich solche Dinge spielen eine Rolle und wir kriegen es gar nicht mit. Die erneuerbaren Energien, ich glaube wirklich im Ernst, dass die Energiepolitik und die Umweltpolitik viel, viel weiter sein könnte, als sie es heute ist, wenn sie sich Frames bedient hätte, langfristig, die die moralische Dringlichkeit deutlicher machen. Und das können wir natürlich nur spekulieren, nicht wirklich wissen. Aber das wäre meine Idee dazu. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Sie hatten ja darüber gesprochen, dass es gibt Personen in der Politik, es gibt die Sprache, es gibt Programme. Dass es die Person gibt und dass Persönlichkeit und Charisma und diese ganzen Geschichten und auch irgendwie so, auch was gar nicht Greifbares für Personen oder auch politische Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen, das denke ich auch und das liegt außerhalb meiner Forschung und das würde ich auch nicht in Frage stellen. Programme werden mit Sprache geschrieben und durch Sprache zunächst einmal erdacht und erarbeitet. Und deswegen, aber weil es mitklang, will ich es kurz sagen, Framing ist jetzt hier durchgeklungen auf einigen Seiten, dass es immer so nur um die Kommunikation mit dem Mitbürger geht. Es geht tatsächlich um drei Ebenen, die Kommunikation in der Gruppe. Also wie ich rede, so denke ich. Wie ich rede, so treffe ich politische Entscheidungen und positioniere mich zu tagesaktuellen Themen. Das Framing spielt eine Rolle in Meinungsumfragen. Man kann nur Antworten auf das bekommen, was man auch fragt in Meinungsumfragen. Und da spielen Frames immer eine Rolle. Würde der Bürger unsere Politik unterstützen, wenn wir unsere Sicht auf dieses Problem klar und deutlich kommunizieren mit unseren Frames? Und drittens dann natürlich Wahlkämpfe, Kommunikation, Debatten, der ganze öffentliche Diskurs. Ja, vielleicht. Und ich freue mich, dass Ihnen allen das Buch so gut gefallen hat. Ja. Vielleicht dann gehen wir mal gleich wieder weiter an Matthias Machnik. Verbunden mit der Frage, es geht ja, Elisabeth Wehling geht ja für deutsche Verhältnisse sehr unbefangen mit dem Begriff der Ideologie um. Und das Ganze auf die Rede davon, wer in Diskursen nicht sagt, was er ideologisch meint, der macht sich der Fehlkommunikation schuldig. Politische Kommunikation untergräbt ihre eigene Ideologie und zwar durch ihre eigene kommunikative Vernachlässigung. Das sind ja
Für deutsche Verhältnisse ist es ja erstmal relativ ungewohnt. Wir haben es hier eher mit einer politischen Kultur, so der Konsensorientierung zu tun. Wir reden immer viel über die Mitte, wo immer die auch ist. Reden viel darüber, dass Politik evidenzbasiert ist und überhaupt, dass es noch darauf ankommt, what matters is what works, so das alte Blair-Ding. Es muss eben klappen. Also wenn überhaupt progressiv, dann aber progressive who gets things done. Und so das starke Denken in Alternativen, was da immer so mitspielt, was sicherlich auch aus den USA, glaube ich, beeinflusst ist, spielt das für unsere Verhältnisse eine so starke Rolle oder ist da ein US-Bias drin? Ich habe mit dem Begriff Ideologie überhaupt keine Rolle, weil es natürlich in Deutschland auch historisch belegt. Aber ich würde mal sagen, in Deutschland, wir müssen dann wieder, gerade im Bereich der politischen Linken, mal wieder ein bisschen mehr Ideologie wagen. Aus einem Grunde. Natürlich wären Wahlen in der Mitte gewonnen. Wer wollte das bestreiten? Nur mal historisch zu sagen, die Mitte, die Willy Brandt gewonnen hat, war eine andere als die von Helmut Kohl oder die von Angela Merkel. Und die Frage, worüber wir reden, ist ja, wie gewinnt man den Deutungskampf? Wie gewinnt man den Deutungskampf und wie verschiebt man sozusagen politische Gewichte? Und dazu gehören bestimmte, sagen wir mal, Grundüberzeugungen, ich nenne das jetzt mal Ideologie, bestimmte Grundüberzeugungen. Und in der Tat, um die muss man kämpfen. Wenn man dafür keine Begriffe, keine Argumente hat, findet man, das gibt es auch ein sehr schönes Zitat, finde ich, dann findet man in der politischen Diskussion nicht statt. Das ist richtig. Was man, glaube ich, aber schon sehen muss, und dazu finde ich, müssen wir auch mal ein bisschen schauen, Begriffe sind nicht einfach rechts oder links, sondern Begriffe haben auch im Zeitlauf ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Konnotationen gehabt und sind auch unterschiedlich zugeordnet worden. Ich mache es mal in einem Beispiel, weil das ein relativ bekanntes ist. Wir haben mal einen Bundestagswahlkampf geführt 1998, den ich gemacht habe. Da haben wir mal einen Begriffspaar gemacht, Innovation und Gerechtigkeit. Und wir haben damals, ich habe den Begriff mal 1996 prüfen lassen, Meinungsforschung. Das war ein Begriff, der war konservativ besetzt. Und wir haben uns trotzdem für den Begriff entschieden, aus mehreren Gründen, weil er etwas Dynamisches, was Kompetentes. Und wir haben dann versucht und waren erfolgreich, diesen Begriff mit Gerhard Schröder und der SPD zum Beispiel zu verbinden. Was ich damit sagen will, ist, wir sind nicht beliebig in der Auswahl, welche Begriffe wir in der politischen Debatte nutzen. Wir müssen manche Begriffe nutzen, wir kommen an ihnen nicht vorbei, wir können nicht neue Fantasieworte kreieren, ja, nur um das Problem zu haben, dann einen Begriff der politischen Konkurrenz nicht nutzen zu können oder der eher im politischen Spektrum woanders sortiert. Und deswegen glaube ich, man kann sich an den Begriffen nicht vorbeimogeln, das würde auch jeder merken. Die Frage ist, wie lade ich sie auf, wie argumentiere ich sie und mit welcher Wertehaltung diskutiere ich sie eigentlich? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage und da kann man Fehler machen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich kann eine steuerpolitische Debatte, ich kann sie als steuerpolitische Debatte führen, und auch unter dem Stichwort Umverteilung, oder ich kann sie als Gerechtigkeits- und Wertedebatte führen, das ist was völlig anderes. Wir machen häufig, die Grünen haben es auch gemacht, wir haben es als sehr technische Debatte im letzten Bundestagswahlkampf geführt. Nicht eine Debatte über die Frage, wie teilen wir eigentlich Reichtum wieder gerecht in den nächsten Jahren, das werden wir tun müssen. Im Übrigen, Klammer auf, das ist auch mal jetzt, wir sind ja unter uns. Die Vorstellung, man könne das, was wir jetzt vor uns haben in den nächsten Jahren, an integrationspolitischen Maßnahmen und auch an sozialen Investitionen, die wir in Deutschland brauchen, unter der Bedingung der schwarzen Null zu machen oder ohne Einnahmeverbesserung, das ist schon eine kühne These. Sag ich mal ganz offen, das ist eine kühne These. So, das ist natürlich, das wird zum Beispiel eine der Schlachten sein. Und die einen werden dann sagen, ich sage heute schon, seht her, die politische Linke, die wollen wir in die Neuverschuldung gehen. Und die wollen die Schuldenbremse. Und alle zucken. Alle zucken im Moment, obwohl jeder weiß in Deutschland, es wird ohne zusätzliche Mittel, die nicht aus dem bisherigen Haushalt alleine kommen können, auch die zusätzlichen Steuereinnahmen werden nicht reichen. Das wird im Übrigen Richtung 2017 ein ganz zentraler Punkt sein. Und da werden wir sehen, wie Scheidelinien sein werden. Die einen werden sagen, seht her, die können mit dem Geld nicht umgehen. Die wollen wieder und so weiter. Und wir anderen werden sagen, nee, ohne
massive Investition in Integration wird Integration nicht funktionieren. Im Übrigen, wer zu spät investiert, zahlt am Ende viel mehr, weil dann werden die Integrationsmaßnahmen, die ich auf dem Weg bringe, werden im Zweifelsfall teurer. Das wird so ungefähr die Argumentation sein. Das heißt, wenn man sich heute schon einigt, da braucht man Begriffe, Semantik, Argumentationslinie. Und dabei muss man auch Begriffe, die scheinbar fest umklammert waren im politischen Ideenwelt der Konservativen, die muss man versuchen aufzunehmen und umzudeuten. Das heißt nämlich Deutungskampf, weil ein bisschen, wie gesagt, ich finde das Buch immer noch lesenswert, und jeder, der es nicht gelesen hat, kaufen, 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 lesen, lesen, lesen. Da finde ich, sind sie zu mechanisch. Da haben sie eine zu starke Teilung rechts, links, das geht in den Frame. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, wir reden nicht nur über Frames, wir reden auch über, gibt es ein anderes berühmtes Buch, wir reden über Cleavages. Da geht es um die Frage, welche Themenfelder hängen eigentlich sozusagen so zusammen und für welche Spektren und für welche Klientel stehen eigentlich diese Cleavages. Und diese Cleavages sind häufig verbunden mit langlebigen Kompetenzzuschreibungen. Beispiel, keiner von Ihnen kennt einen wirklichen guten CDU-Wirtschaftspolitiker. Der letzte, ja, sagen Sie mir mal einen. Keiner, wenn ich hier einen fragen würde, sagt mir mal einen. Es gibt einen, den wir historisch alle kennen, der hat ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle. So, das ist alles. Trotzdem, seit 1949 können Sie messen, die angebliche Wirtschaftskompetenz liegt bei der CDU. Jetzt habe ich das große Vergnügen, bin ich im Wirtschaftsministerium und wir haben zig Vorschläge im Bereich von Wirtschaftspolitik. Von wem werden sie aufgehalten? Noch nicht mal, weil sie zum Teil Geld kosten, sondern aus sehr grundsätzlicher Ordnung. Von wem? Vom Finanzminister. Also von der Partei, die für sicher reklamiert, besondere wirtschaftspolitische Kompetenz zu haben. Was ich damit sagen will, ist, wir sind auch in Traditionen, oder das ist ein anderes Beispiel, Law and Order, innere Sicherheit, so, seit Jahren, seit, können Sie lesen, passiert seit 40 Jahren, gibt es eine Zuschreibung, eine Partei. Aus immer den gleichen Gründen. Auch nicht, weil die nun überragende Innenminister gehabt hätten, sondern offensichtlich, weil es Cleavages gibt, die konservativ sozusagen konnotiert sind. Und die Frage ist, wollen wir das eigentlich? Sofort. Und dieses muss in die Betrachtung mit einbezogen werden. Und deswegen bin ich sehr dafür, jawohl, hohes Maß an Sensibilität. Keine Begriffe der politischen Konkurrenz einfach vordergründig übernehmen. Aber für eines bin ich dann doch. Den offenen Deutungs- und sozusagen Kampf um Begriffe aufnehmen, weil sie sind nicht beliebig austauschbar und wir können kein politisches Esperanto entwickeln, ja, um bestimmten Begriffen ausweichen zu können. Ja, wenn ich Frau Willing richtig verstanden habe, brauchen Sie sich ja um den Begriff schwarze Null gar keine Sorgen zu machen, weil der wird sich ja linguistisch selbst erledigen. Der ist ja so schlecht besetzt, schwarz und Null, der kann überhaupt nicht funktionieren. Insofern. Genau, stimmt, haben Sie recht. Wobei man, Herr Machnik, Kritiker und auch aus der Wählingschen Argumentation könnte man das anführen, sicher sagen würde, dass im Bereich Law and Order oder eben Wirtschaftspolitik dieser Befund, den Sie gerade gemacht haben, damit zu tun hat, dass Sie selber Gefangener im Wirtschaftsbereich eines neoliberalen Diskurses sind oder eine Kopie von Zuschreibungen, die man eben eher mit Konservativen verbindet. Ne? Aber das wäre doch die Erklärung dafür. Ja, weil man dann doch eher das Original wählt oder sich auch kognitiv eher für das Original entscheidet. Ich will jetzt den Kollegen Kellner hier nicht in Verlegenheit bringen. Aber das konservative Ideal und Ergänzung zu Angela Merkel, der ist gerade Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Ich muss sagen, wenn jemand eine Bundeskanzlerin ja geradezu bis zum Erdrücken umarmt hat, ja, bis zur Unkenntlichkeit umarmt hat, dann war es der Kollege Kretschmer, und ich sage mal ganz offen, wenn er damit erfolgreich ist, Hut ab, weil ich möchte Herrn Wolf nicht, sondern ich hätte gerne Herrn Kretschmer und eine rot-grüne Koalition oder eine grün-rote Koalition in Baden-Württemberg. Nur, das heißt dann auch, was haben die gemacht? Der hat sich sozusagen in den Windschatten gestellt, der hat sich sehr in den Windschatten gestellt, hat gesagt, die eigentliche Unterstützer der Flüchtlingspolitik, der Bundeskanzler bin ich. Das ist nicht Ihr eigener Verein, das bin ich. Das war ein smart Move. Einem Sozialdemokraten im Übrigen wäre es übel genommen worden.
Ein Sozialdemokrat, wenn der gesagt hätte, wir sind die größten Verteidiger von Angela Merkel. Auch was hat denn Malu Dreyer gestern Abend gemacht? Das war doch genau das. Na, das würde ich, aber das war nicht der, ja gut, das war Frau Klöckner. Frau Klöckner ist die Stellvertreterin von Frau Merkel. Ich meine, wir würden auch eines nicht zulassen. Wenn jemand seiner Parteivorsitzenden so in den Rücken fällt, würden wir, selbst wir, diesen Stellvertreter dann nicht mehr zulassen. Und das heißt schon viel in der SPD. Das sind jetzt die Spezifika der SPD, werden wir wahrscheinlich nicht weiter vertiefen können oder vielleicht nach der Veranstaltung. Deswegen, ich würde gerne aber an der Wertethematik nochmal bleiben. Also sozusagen, das ist ja, Frau Wehling weist ja immer wieder darauf hin, dass es hier nicht um rhetorische Effekthascherei, um PR und auch nicht um Spin geht, sondern im Grunde um Werte, darum, dass politische Parteien irgendwie einen offensiveren, auch einen ehrlicheren, systematischeren Umgang mit ihren Werten finden. Politik hat einen Zuflüsterer. Dann hat Politik im Umgang mit Werten auch und in der Kommunikation von Werten ein Problem? Stimmt der Befund, dass das irgendwie alles nur noch beliebig austauschbare Worthülsen sind und man sich nicht ehrlich mit diesem Begriff mit Werten arbeitet, um dann die in Kommunikation erfolgreich zu übersetzen? Würden Sie das teilen? Ja, ich würde das teilen, vielleicht mit ein bisschen anderem Akzent. Also aus unserer Sicht als Journalisten ist sozusagen, über das Framing haben wir ja gesprochen und das damit einhergeht, aber ein vielleicht größeres Problem ist das, was ich mit einer Entleerung von Sprache beschreiben würde, dass die politische Sprache, mit der wir auch als Journalisten ständig konfrontiert sind, total unsinnlich, unkreativ und ganz entleert sind. Und selbst die Begriffe, die eigentlich für uns wertvoll sind, Freiheit, Gerechtigkeit, gar nichts mehr bedeuten. Ich erinnere mich an ein Dreikönigstreffen der FDP, das ich im Fernsehen geschaut habe, und meine kleine Tochter war dabei und irgendwann fing sie an, in der Küche herumzuhüpfen und schrie immer Freiheit, 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 weil sie irgendwie das sozusagen man kann diese Worte verlieren, die werden total stumpf, ja. Und wir sind halt auch in unseren Interviews sehr häufig mit Politikern konfrontiert, die gerne interviewt werden möchten, weil sie vorkommen wollen, aber nichts sagen möchten. Sie möchten wirklich nichts sagen. Und wir verhandeln mit denen um jeden Halbsatz, der vielleicht irgendwie interessieren könnte. Ja? Und das ist natürlich, das ist eine eigene Tragik. Und in dem, wie Sie gesagt haben, wir verlieren zuerst die Sprache, das Zitat von Korte, und dann verlieren wir die Macht. Das spüren wir natürlich als Politik und als Journalismus im Moment auf eine ganz dramatische Weise. Zu den moralischen Prämissen. Mir ist eben ein Gedanke gekommen, ich kann das jetzt noch nicht so richtig einordnen, aber ich habe dabei noch mal an Frau Merkel gedacht. Und mein Eindruck ist, dass sie nie so erfolgreich war wie in der Zeit, in der sie ihre moralischen Prämissen gerade nicht klar gemacht hat. Also über Jahre hat sie sozusagen ohne moralische Prämissen Politik gemacht. Und sie war populär ohne Ende. Im Moment macht sie eine hochmoralische Politik. Sie redet wie eine Pastorentochter, wenn nicht wie eine Pastorin. Sie hat ein super moralisches Vokabular. Aber gleichzeitig gehen ihre Umfragewerte zurück, sie steht in Frage, sie ist unpopulär, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so wenig populär wie schon lange nicht. Also es muss auch eine Gefahr daran liegen, seine moralischen Prämissen deutlich zu machen. Ja, das würde ich gerne, und wir öffnen jetzt auch wirklich gleich, die Frage würde ich nachher gerne noch weitergeben an Elisabeth Wehling, das ist in der Tat interessant, und Unbestimmtheit ist ja in der Tat, machtpolitisch macht das ja häufig Sinn. Vorher aber die Frage an Michael Kellner, der wie gesagt ja wirklich ganz praktisch auch mit der Übersetzung oder der Umsetzung solcher Ansätze auch befasst ist. Wie, wenn überhaupt, lässt sich das denn in den Betrieb, in die Arbeit einer politischen Partei, in den Strategieprozess, in so eine Bundesgeschäftsstelle der Grünen übersetzen? Was bedeutet das praktisch? Das ist ja nichts, was man mal eben so von jetzt auf gleich macht und dann ist gut. Also das Nette an meiner Partei ist ja auch ein gewisser anti-autoritärer Charakter. Das heißt, wenn ich als politischer Geschäftsführer jetzt an meine 60.000 Mitglieder ein Wörterbuch schicken würde, trotz aller Lob der Sprache von Frau Wehling und sagen, jetzt so sollt ihr jetzt reden, dann würden bei mir aber die Telefonleitungen klönen und die denken, das ist jetzt aber, jetzt sind die da endgültig verrückt geworden in Berlin.
Und wo es wirklich gut funktioniert, ist in programmatischen Diskursen immer wieder sich den Wert von Sprache bewusst zu machen. Und da finde ich sozusagen, das hat tatsächlich auch den großen Mehrwert, weil das Sprache ein Wert ist ja nichts Neues, ja, aber das sozusagen das nochmal deutlich machen, auch sehr plastisch machen und tatsächlich mit neuen Forschungsergebnissen zu unterlegen, da hilft das sehr. Das heißt, immer wieder auch sich in Frage von Programmentwicklung, Programmatik, das bewusst zu machen und dann viele Stakeholder reinzuholen und es darüber Leute mitzunehmen. Sie können es nicht verordnen, vielleicht ist das bei konservativen Parteien leichter, weil die Union hat ja auch mal zur Bundestagswahl, ist es ja bekannt geworden, nochmal auch so eine Anleitung gehabt für verständliche und wirkungsvolle Sprache. Das erschien mir auch sehr beeinflusst von den Arbeiten von Ihnen und Herrn Lakoff zu sein. Also da gibt es vielleicht auch eine höhere Bereitschaft innerhalb dieser Parteien, sowas leichter zu adaptieren. Ich weiß nicht, wie das in der SPD ist, aber für uns ist es ein Prozess, wo wir immer wieder Leute mitnehmen und immer wieder das deutlich machen in Programmprozessen. Und immer wieder, wenn wir uns Themen aufrufen, das für uns als Handwerkszeug dazunehmen, um dann auch zu schauen, was sind eigentlich die Erzählungen des Gegners, was ist unsere Erzählung. Weil natürlich geht es im Wahlkampf halt auch immer darüber, was für eine Geschichte erzähle ich und wie passt sie rein, wie passt sie auch zu Personal rein. Und ich würde übrigens vorschlagen, dass vielleicht hat die Heinrich-Böll-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung Lust, nach dem 13. März nochmal eine Diskussionsveranstaltung zur Nachlese der Wahlkampfstrategien zu machen, ist vielleicht der falsche Zeitpunkt jetzt. Das sieht ja in Baden-Württemberg nicht so schlecht aus. Nur an welchen Punkt ich nochmal darauf zurück möchte, das ist, und da nehme ich auch nochmal eine Anleihe in Baden-Württemberg. Ich habe vorhin gesagt, wir kämpfen, wir sind dann erfolgreich, wenn wir es schaffen, auch eine kulturelle Hegemonie darzustellen und zu haben. Und ich glaube, ein Punkt, der uns jetzt in der jetzigen Debatte umtreibt, ist die Frage, wie können wir für einen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft kämpfen? Und ich glaube, dass es dann sehr unklug ist, wenn man anfängt, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also Frage von Menschen, die neu dazukommen, versus von Menschen, die von mir aus Arbeiterkindermilieu, so sonst wie das sozusagen ein Entweder-Oder zu erzählen, sondern da auch eine Erzählung von einem Zusammenhalt und auch eine Frage von, welche Punkte müssen wir machen, dass genug für alle da ist. Und beim letzten Bundestagswahlkampf, das würde ich gerne nochmal aufnehmen, es war ja nicht so, dass die Überlegungen jetzt waren, jetzt wollte die politische Linke nicht über Gerechtigkeit reden, sondern sozusagen das rein mathematisch machen. Trotzdem war es am Ende des Tages ein Wahlkampf, wo ein Taschenrechner oder ein Steuerrechner auf die Webseite gestellt werden musste und man über sozusagen sich das vorrechnen lassen musste. Und das ist eigentlich auch was Trauriges, was dabei ist, weil sozusagen da sich eine ganz große Klarheit nicht ausgezahlt hat. Das ist dann in drei Leitartikeln gelobt worden und dann ist man ein halbes Jahr lang für verprügelt worden. Das kann man jetzt, das kann man bedauern für eine politische Kultur, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich ein Teil der Wahrheit, hat übrigens nur zu der Anekdote geführt, dass mein Sohn dann später in der Geschäftsstelle mehr Taschengeld gefordert hat. Also bei ihrer Tochter war es Freiheit, bei mir stand er am Pressepult und hat dann für mehr Taschengeld gefordert. Ich denke aber, das ist tatsächlich als Umverteilung, ja genau. Ganz auf, ja, kommen Sie besser bei weg. Aber diese Frage, sozusagen, wie schafft man eine Erzählung, ja, dass das genug für alle da ist, das Zusammenhalten dieser Gesellschaft ein extremer wichtiger Wert ist und es da auch nicht darum gehen darf, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das wird eine große Frage für die anstehenden Auseinandersetzungen 2017 werden. Und da sollte man tatsächlich, und da bin ich ganz bei Matthias Machnik, auch um Mehrheiten und um Begriffe kämpfen und das nicht einfach aufgeben oder drangeben. Letzte Frage von mir, Elisabeth Wehling. Das Stichwort Merkel, das kann man nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja in der Tat ein interessanter Punkt. Also die jüngere Geschichte dieses Landes wird man irgendwann mal unterteilen können in irgendwie die Zeit vor und nach der Flüchtlingskrise oder Geflüchtetenkrise, wobei Krise ist wahrscheinlich auch falsch. Nein, aber trotzdem. Und das gilt ja auch für die Wahrnehmung der Bundeskanzlerin, die in der Tat ja vor dieser Zeit, vor Sommer letzten Jahres, jetzt nicht gerade als jemand bekannt war, die ist irgendwie, die auf die Kraft der politischen Sprache vertraut. Oder wir haben es alle nicht mitbekommen und trotzdem immens erfolgreich war. Wie ist das aus einer Framing-Perspektive zu erklären? Naja, man muss als politische Führungsfigur nicht die gesamte Wertekommunikation alleine stemmen.
wenn sowohl das eigene politische Lager als auch der politische Gegner bereits dafür sorgt, dass die eigene moralische Perspektive auf Steuern und so weiter und so fort konsequent ständig kommuniziert wird, dann brauchst du an dem Punkt als Bundeskanzlerin, kannst du natürlich noch draufsetzen, aber wirklich angewiesen wärst du nicht unbedingt. Dass Merkel mit ihrer jetzigen Politik in der Kommunikation natürlich etwas macht, was für sie ungewöhnlich ist und auch zu politischer Verwirrung durchaus führt in der Bevölkerung, ist natürlich, dass sie von den Werten abweicht, die eigentlich kernkonservative Werte sind. Was ja dann unter anderem dazu führt, dass die SPD versucht, irgendwie rechts von ihren Platz zu finden, zumindest in einer Momentaufnahme. Insofern, ich glaube, dass das jetzt nicht damit zu tun hat, dass Merkel das erste Mal moralisch kommunizierte im Laufe ihrer Kanzlerschaft und das nun dann völlig schief ging. Ich glaube, dass moralisch kommuniziert wird von der CDU ständig und dass die moralischen Frames der CDU auch von anderen Gruppen stark bedient werden. Und dieser, ich sage jetzt mal, moralische Ausreißer, auch wenn das nicht unbedingt politisch so gemeint ist von ihr, auf jeden Fall ein moralisches aus dem eigenen Camp herausgehen war. Das dazu. Dann vielleicht ganz kurz, soll ich noch mal zwei, drei Sachen sagen oder wollen wir direkt? Ich würde sonst vorschlagen, wir öffnen. Ich nehme an, es kommen ganz viele Fragen, aber das war ja, glaube ich, eine ganz plausible Antwort. Die Foucaultianer und kritische Theorieleute würden sagen, es gibt eine Diskurshegemonie und die gab es auch schon vorher und da ist hat sie sich draufgesetzt. So, jetzt habe ich da auf jeden Fall eine Frage, da auch. Und ich würde sagen, wir sammeln mal zwei, drei Fragen, bitteschön. Wenn Sie auch Ihren Namen sagen, bitte, das wäre nett. Mikro kommt. Mein Name ist Ute Hempelmann und ich wollte gerne anknüpfen an dem, was Frau Hoffmann gesagt hat. Die hat ja gesagt, wir versuchen in unseren Interviews irgendwie aus Politikern was rauszukitzeln und schaffen das nicht richtig. Wir haben jetzt ganz viel über Strategie geredet und ganz wenig eigentlich über diesen Punkt. Woher kommt dieser Punkt? Ich mache aus beruflichen Gründen, habe ich viel mit Abgeordneten aus unterschiedlichen Parteien zu tun. Und in Trainings geht es genau um diese Fragen, was ist eigentlich da? Und mein Leitspruch ist eigentlich immer, es gibt so viele Leute mit Weltanschauungen, die die Welt nicht angeschaut haben. Was ich vermisse, gerade auch bei der Debatte um Flüchtlinge, ist, dass das politische Framing so tief greift, dass man das Gefühl hat, die Leute verstecken sich hinter ihrer Ideologie oder hinter ihrem Framing, haben aber gar keine eigene Wahrnehmung mehr. Und für mich wäre eine Grundfrage eher, wie kommt wieder ein bisschen mehr Glaubhaftigkeit und Wahrhaftigkeit in eine Debatte, auch in eine politische Debatte oder in eine öffentliche Debatte, die ja auch zunehmend nicht nur von in Anführungsstrichen Lügenpresse geprägt ist, sondern von Trollen etc. Vielen Dank. Ich würde gerne noch ein oder zwei Punkte sammeln. Da gab es eine Wortmeldung schon in der Mitte, ja. Ja, meine Frage richtet sich an Sie, Frau Dr. Wehling. Ich schaue die ganze Zeit auf das, was wovor Sie mit dem Rücken sitzen, nämlich auf den Titel Ihres Buches. Und zwar irritiert mich vor allen Dingen der Untertitel. Wenn ich das, was ich über Ihren linguistischen Ansatz heute Abend gehört habe, auf Ihren Untertitel anwende, dann komme ich damit nicht ganz klar. Einreden hat für mich einen sehr negativen Klang. Sie sprechen dann in dem Untertitel von politischen Wahrheiten. Also Wahrheit ist sehr positiv bezogen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wie sind Sie zu diesem Untertitel gekommen? Da vorne rechts gab es noch eine Wortmeldung und die nächsten nehmen wir in der nächsten Runde. Bitte schön. Heiner Benking. Ich glaube, wir sollten schon beim Begriff Framing anfangen. Wir haben die schönen Worte Zusammenhang und Zusammenhalt. Ich habe das mal als Essay geschrieben, da hieß das, nee, das war 200 Jahre früher, Rede an die deutsche Nation von Fichte. Also bitte mal überlegen, was sind das für Plastikwörter und müssen nicht Konzepte immer in den Kontext gesetzt werden. Wir haben das in der UN, in der Übersetzungseinheit, solche Begriffe sind vague subject terms, also schwammige Begriffe. Und die Chance ist wirklich, dieses Concept-Context-Mapping konkret durchzuführen, auch wenn wir mal eine Zeile mehr brauchen. Das richtet sich wahrscheinlich auch an Elisabeth Wehling. Das klang so, ja. Wer möchte
Weil ich hab's, wer möchte anfangen? Frau Hoffmann war auch angesprochen. Ja, also ich teile das. Ich habe auch manchmal dieses Empfinden, vor allen Dingen eher bei jüngeren Politikern, dass da gar nichts mehr dahinter ist, hinter diesen Worthülsen, mit denen ich mich konfrontiert sehe. Das ist ganz schrecklich. Und eigentlich die fast eine der schönsten oder erfüllendsten Geschichten, die ich im vergangenen Jahr gemacht habe, war mit zwei Kolleginnen. Da haben wir mit Abgeordneten über das Thema Sterbehilfe gesprochen. Und zwar total persönlich. Und plötzlich waren das ganz andere Menschen. Und die haben unheimlich aufgemacht, haben persönliche Geschichten darüber erzählt, über so ein ganz existenzielles Thema. Und man hat dann gespürt, auch bei ganz Jungen dann, dass da unheimlich viel da ist, auch ganz erschütternd zum Teil. Und aber irgendwie so in den tagespolitischen Themen gelingt das nicht. Und da haben wir natürlich als Medien auch einen Anteil dran, weil diese Skandalisierungsmaschine, die wir dann natürlich auch sind, Politiker so vorsichtig macht und so ängstlich macht und ja auch zu Recht, weil ein falscher Satz kann ja manchmal eine Karriere beenden. Das ist ja schon klar, dass da auch eine verständliche Vorsicht ist. Aber tut mir leid, Ihre Frage, wie wir da rauskommen, ist für mich jetzt nicht ganz leicht zu beantworten. Ja. Vielleicht weiß Elisabeth Wehling weiter. Also ich fand, die Antwort hat mir schon neue Einblicke gegeben. Ich kann nur ganz kurz dazu sagen, zu diesem abstrakten Sprechen, und das klang ja auch an mit der Innovation und mit der Freiheit, das ist in der Kognitionswissenschaft, und das ist sicher nicht die einzige Wissenschaft, die das untersucht, nennt sich das Contested Concept, also strittiges Konzept. Das geht zurück auf die 60er von einem Sozialwissenschaftler in Großbritannien, Galley, der eben gesagt hat, bestimmte Konzepte sind nämlich keine Werte. Freiheit ist kein Wert an und für sich, Gerechtigkeit auch nicht, Gleichheit auch nicht. Deswegen können sich ja auch alle Parteien das auf die Fahne schreiben, weil es eben unterschiedlich ideologisch mit Bedeutung gefüllt wird und entsprechend auch so kommuniziert werden muss oder eben nicht. Und wenn man es nicht macht, dann man wirklich wenig damit sagt oder dem Zuhörer es überlässt, ideologisch auszufüllen und das zu verstehen, was er oder sie denkt zu dem Thema. Vielleicht kurz zum Buchtitel. Der Untertitel der heutigen Veranstaltung ist nicht der Untertitel meines Buches. Der Untertitel des Buches ist, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Ich habe also versucht, mit einem etwas spritzigen Untertitel eben wirklich letztlich zu kommunizieren, ja, so ein bisschen damit auch das interessant klingt, zu sagen, also wir reden uns unser Denken ein Stück weit und wir handeln dementsprechend. Ne? Tatsächlich also was ein bisschen was anderes, und Sie haben vollkommen recht, das ist vielleicht auch nicht... politisches Framing, und damit und bevor ich meinen nächsten Buchtitel entscheide, werde ich glaube ich noch mal das Kollektiv befragen dazu, wie das dann so ankommt. Aber für das politische Framing gibt es tatsächlich einen Grund, und den nenne ich ihn auch. Framing ist in der Kognitionswissenschaft ein ganz fester stehender Forschungsbegriff, und Framing ist ein Begriff, weil die Kognitionsforschung in Amerika primär geschieht, in Berkeley, aber auch in anderen Teilen Amerikas, ist es einfach ein Begriff, der hat sich durch die deutsche Sprache, durch das Italienische und so weiter, durch die Forschung hindurch durchgesetzt als der Begriff für das Thema, wie das manchmal so ist. Und um da nicht zusätzlich zu verwirren oder noch neue Begriffe mit hineinzunehmen, habe ich gesagt, gut, spätestens wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie, was gemeint ist. Und da es auch zunehmend als Schlagwort auftaucht, ich bin ja schon ein bisschen länger mit dem Thema auch unterwegs in Europa und immer mal wieder bereits jetzt auch aufgegriffen wird, denke ich, das hat schon Erfolg, dann irgendwann verständlich zu sein. Und ein Plastikwort ist es zumindest im Englischen nicht. Frame heißt Rahmen, also Deutungsrahmen, sprachlicher Rahmen, das Einrahmen von Ideen und Fakten. Hätten wir das geklärt? So, ich habe eben auf jeden Fall noch Hände gesehen. Da links, bitteschön, und... Ich bin so kurzsichtig. Dahin ganz, oh ja, das ist, tut mir jetzt für mich ja leid, der kann dann von da gleich nach da gehen, und da hinten ist noch eine. Dann sammeln wir die drei noch und machen dann hier eine Schlussrunde. Danke. Ja, Hartwig Schulte-Loh. Das Wundern darüber, dass das Unterbewusste eine so große Rolle spielt in unserem Leben, also dieses kognitive Natürlichkeit eher an der Oberfläche schwimmt, ist ja seit Kahnemann eigentlich etwas, was fast zum Allgemeinwissen geworden ist. Ich meine, das Buch ist ja zum absoluten Topseller geworden, und Kahnemann ist ja wohl auch der diese Framing-Konzept auch stark halt entstehen lassen, 1981 durch dieses Asia Disease Problem.
Es ist ja, aber gleichzeitig ist es aber auch so, dass Kahneman ja halt den Nobelpreis für Wirtschaft dafür bekommen hat. Und es ist tatsächlich ja auch wohl so, dass halt die behavioristische Forschung in den USA sehr stark von der Wirtschaft protegiert wird und die Wirtschaft ja auch sehr, sehr hohe Potenziale dann eben natürlich auch in der Manipulationsfähigkeit von Menschen in diesem Konzept sieht. Ich glaube, dass, also ich würde Frau Wedekind halt erstmal fragen, sehen Sie diese Manipulationsmöglichkeiten auch, weil Sie so ein bisschen defensiv mit allen Fragen umgegangen sind und sich nicht wirklich verteidigt haben, finde ich. Und die zweite Frage, die ich anschließen möchte, ist, Sie haben von auch neurobiologischen Untersuchungen, die parallel zu den psychologischen Forschungsuntersuchungen halt laufen, erzählt. Mich würde interessieren, wie die Ergebnisse da sind. Und als drittes, es gibt natürlich bei den Leuten, die langsam zu einem Fahrstuhl laufen, laufen nicht alle gleich langsam zu einem Fahrstuhl. Und wie sehen Framing-Typen aus? Also ist jeder gleich in der Reaktion auf ihre Framing-Vorstellung oder nicht? Danke. Ich hoffe, dass wir das hier klären. Alle drei Fragen, weiß ich nicht, müssen wir schauen und gehen jetzt mal bitte weiter. Da gab es, da und da hinten. Ja, mein Name ist Friedhelm von Mehring. Zwei Fragen. Erstens, also ich habe selber ein paar Jahre im Bundestag als Mitarbeiter arbeiten dürfen, da natürlich auch an diversen Anträgen und sowas mitwerkeln können müssen. Die Sprache, die dort verwendet wird, ist ja in vielen Bereichen sehr stark auch durch rechtliche Definitionen geprägt. Deswegen wäre meine Frage sozusagen, haben Sie da vielleicht Hebel, wie man damit umgehen kann, weil das natürlich die Sprache stark einengt, die ich in Anträgen verwenden kann und wenn die dann wiederum stark von der Kommunikation abweicht, dann habe ich wieder mit den Medien ein Problem. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist Komplexität. Also mein persönlicher Eindruck ist immer, dass Konservative sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie sich viele Dinge sehr einfach machen und dass Linke sich dadurch auszeichnen, Stichwort viele Spiegelstriche bei grünen Anträgen, dass der Wunsch da ist, das Problem wirklich vollständig, ganzheitlich abzubilden. Und dann wird es natürlich sprachlich schon ein bisschen anspruchsvoller. Also wie Sie damit umgehen. Danke. Und da hinten. Ja, mein Name ist Vorbeck, ich bin Lehrer. Ich habe an Frau Dr. Wehling eine Frage, die ist ganz kurz. Mir scheint, ich habe leider Ihr Buch nicht gelesen, heute Abend kommt der soziale Kontext von der Semantik ein bisschen zu kurz. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele geben. Wenn ich als Lehrer versucht habe, das Wort Flüchtling zu vermeiden, habe ich mich lächerlich gemacht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Wort Flüchtling eine Verniedlichung ist oder irgendwie belittelt, sondern es ist historisch gewachsen. Und gerade in Deutschland hat es ja einen ganz anderen historischen Klang und eine ganz andere auch Bedeutung und einen ganz anderen Widerhall, sage ich mal. Das ist der eine Rahmen. Das andere Wort, ich bin gleich zu Ende, ist das Wort Gastarbeiter. Gastlichkeit oder Gastfreundschaft und so weiter, das ist wunderschön. In Deutschland ist das aber dieses Wort erniedrigt worden, es ist zum Schimpfwort degradiert worden. Ich denke, ein bisschen zu kurz, ich bitte Sie vielleicht, korrigieren Sie mich bitte, ist der soziale Aspekt, dass der soziale Rahmen oder meinetwegen auch das soziale historische Framing ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ich irre mich. Danke. Vielen Dank. Dann gehen wir mal an Elisabeth Wehling. Stichwort Manipulation, Recht und Sprache, Komplexität und der soziale Kontext. Alles wichtige Punkte. Wenn es geht. Ganz schnell. Knapp. Aber nicht defensiv. Okay. Also zunächst mal, wie ich es auch im Buch beschreibe, und das, die Beobachtung ist vollkommen richtig. Die Framing, ich hatte es vorhin schon kurz umrissen, macht Sozialpsychologie, Neurowissenschaft und Diskursanalysen. Und in der Sozialpsychologie ist es eben begründet in den 70ern durch Kahneman und Tversky, die in den Wirtschaftswissenschaften psychologisch eben geforscht haben und unter anderem gezeigt haben, dass Menschen eher eine Margarine kaufen, wenn da draufsteht 97% fettfrei versus 3% Fett. So. Macht die Wirtschaft sich im Produktverkauf dieser Kenntnisse zu eigen? Selbstverständlich, ja, das tut sie. Hat das Verkaufen von Produkten mit politischer, authentischer Kommunikation zu tun? Hoffentlich nicht. Vielleicht zu oft ja. Das ist eine Frage, die jeder Politiker und jeder politisch Aktive sich selbst stellen muss, wie er selbst, in welchen Frames er selbst über Politik und politisches Miteinander und Diskurse
denkt. Das mit dem langsamen Gehen, die Studie, Sie sprachen kurz die Studie an, es wird natürlich vorher geschaut, wie schnell geht. Also diese Studien sind schon sehr wasserfest. Das sind zentrale, wichtige Forschungsreihen, die man auch nachlesen kann im Zweifelsfall. Aber sich natürlich werden solche Dinge kontrolliert. Ah ja, genau, die Frame-Anfälligkeit. Und da hat ja Ihre Frage was gemein, auch mit der Frage von Ihnen. Und zwar die Frage, sind bestimmte Menschen eher für das Framing anfällig als andere und gibt es da soziale Kontexte? Und im politischen Bereich ist es nämlich tatsächlich so, wenn Sie einen stark progressiven, ideologisch progressiven oder stark konservativen Menschen nehmen und moralische Frames auf ein Thema anbieten, die aus der jeweiligen Perspektive kommunizieren, dann verändert sich nicht viel. Aber ungefähr 30% der Bevölkerung, nämlich die sogenannte politische Mitte, die moralisch zweigleisig denken kann. In der Wissenschaft heißt das bikonzeptuell. Sprich, je nachdem, was du mir gedanklich anbietest über Sprache, bin ich recht offen, diese moralische Perspektive einzunehmen auf ein Thema. Und diese Mitte, diese 30%, bewegen sich eben signifikant in Richtung progressive oder konservative politische Einstellung, je nachdem, welches moralisches Framing sie anbieten. Sprich, die eigenen Werte, die eigene Welterfahrung, der soziale Kontext sozusagen, was man gelernt hat. Was macht eine gute Gesellschaft aus? Wie agiert man als Regierung? Wie agiert man als guter Bürger in einer Gesellschaft? Je nachdem, wie Sie diese Frage beantworten, reagieren Sie unterschiedlich auf Framings. Das heißt, im Produktverkauf ist das Framing relativ simpel. Da müssen Sie auf bestimmte Bauchgefühle und Emotionen gehen. Viel zu oft wird das übertragen auf die Politik, weil man meint, Politik funktioniert so wie der Produktverkauf. Wir machen was Witziges. Wir machen was, das sexy ist, wir machen was, das sensationell ist, wir jagen den Leuten Angst ein, wir machen sie glücklich. Das sind alles kurz, das mit der Angst nehme ich zurück, das funktioniert für die konservative Denke. Das Fass mache ich jetzt nicht auf. Aber ansonsten zu sagen, diese schnellen Mechanismen des Produktverkaufs und des Marketings für Produkte greifen nicht in der Politik. Und das ist eine große Fehlannahme, der eben auch viele aufsitzen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich eine Frage über... Sprache und Recht. Sie sitzen direkt hinter meinem Vater, der Jurist ist. Und wenn ich am Abendbrotstisch zu Hause diese Frames diskutiere, mir mehrfach gesagt wird, Mensch, Elisabeth, du kannst doch nicht die Idee des Arbeitgebers und Arbeitnehmers in Frage stellen. Das ist nämlich so. Das steht nämlich so im Gesetz. Ja, und natürlich ist es ein moralisches Framing. Geben ist seliger denn nehmen. Also der Arbeitgeber gibt, der Arbeitnehmer nimmt. Man kann auch sprechen vom Arbeitserbringer und Arbeitsbezieher. Und das sind eben solche Geschichten. Können sich neue Frames langfristig in die Gesetze einfinden? Ja klar, geht es von heute auf morgen? Nein. Werden Sie im Zweifelsfall komisch angeschaut, wenn Sie als Journalistin oder als Politiker das erste Mal anfangen, vom Arbeitserbringer und Arbeitsbezieher zu sprechen? Wahrscheinlich schon. Ging das der Gegenseite auch so, als man die Begriffe erstmals einführte? Ja klar. Na, und insofern ist eben auch diese Hegemonie der Diskurse. Irgendwo muss man ansetzen und was heute im Gesetz steht, mag in ein paar Jahrzehnten nicht mehr im Gesetz stehen. Neue Gesetze werden geschrieben, Worte werden gefunden. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne unseren anderen Diskutanten noch kurz die Gelegenheit für ein Schlusswort geben. Ich weiß, dass Michael Kellner noch auf das ein oder andere Stichwort reagieren wollte. Vielleicht fangen wir mit ihm an. Nein, ich wollte nur noch mal... bedanken für eine spannende Veranstaltung und nochmal sagen, dass ich ein Stück in Hoffnung habe zu Frau Hoffmann. Wir hätten vor einem Dreivierteljahr wahrscheinlich darüber geredet, dass wir in so einem Neo-Biedermeier in Deutschland leben. Hohe Zufriedenheit, es gärt so ein bisschen unter der Decke, aber die Unterschiede sind nicht wirklich sichtbar. Und spätestens seit Sommer oder seit diesem Herbst, letzten Herbst, ist eine Polarisierung eingetreten, wo tatsächlich auch so ein Punkt wie Verrohung von Sprache Sorge bereitet, wo aber zentrale Unterschiede viel deutlich wieder sichtbar werden und auch Unterschiede zwischen Parteien. Das macht es für Parteien nochmal umso wichtiger, in ihren eigenen Werten zu kommunizieren und eine Stärke drauf zu legen. Ich denke aber, dass daraus auch eine Chance für diese Krise, die wir ja auch erleben, in Vertrauen in Politik, in das politische System, ne? Also diese Zustimmungswerte, die mir empirisch anschaue, das ist ja wirklich besorgniserregend, dass aber auch durch diese Frage von, wir können wieder deutliche Unterschiede zeigen und sie werden sichtbar, auch eine Chance drin liegt, sodass ich da auch insofern
bei allen Schwierigkeiten und bei allen Sorgen, die wir da zu Recht haben sollten, ich auch glaube, dass darüber auch eine Erneuerung und eine Lebendigkeit auch in Politik und Debatte zurückkommen wird. Matthias Machnik, teilen Sie die Hoffnung? Nein, ich würde das wie folgt kommentieren. In der Tat, wir haben in den letzten Jahren eine massive Depolitisierung in Deutschland. Im Übrigen, die hält an. Wenn auf dem Spiegel-Bestseller in diesen Zeiten ein Buch ganz oben steht, das heißt Die Geheimnisse der Bäume. Alles sehr schön. Wir können nichts dafür. Ja, ich weiß, ich kann der Spiegel nichts dafür. Bestimmt ein hochinteressantes Buch. Nur wenn ich schaue, was wir für Konfliktfelder haben. Wir haben den Syrien-Konflikt, wir haben Zuwanderung, wir haben in Amerika eine Wahl, wo jemand antritt, den man vor Jahren überhaupt nicht sich vorstellen konnte in der politischen Diskussion, der Sätze sagt, die unsagbar waren. Und der Situation ist auf der politischen Bestsellerliste, also im Sachbuch, Das Geheimnis der Bäume, dann bin ich mir nicht so sicher. Das Zweite, ja, es gibt eine Politisierung in Deutschland. Auch da sage ich, weil ein Thema da ist, aber wir brauchen auch an anderen Feldern eine Politisierung. Wir haben eine Vielzahl von Fragen über Europa, über die Frage Investitionsschau in Deutschland. Ich könnte jetzt zig Themenfelder, will ich jetzt gar nicht anfangen. Und wir sind jetzt sehr konzentriert auf ein Thema, ja, und das blockiert auch die öffentliche Debatte und macht plötzlich Dinge auf, die zwischen rechts und links, die ich mir nicht vorstelle. Ich habe dieser Tage in der letzten Ausgabe des Spiegel Leserbriefe gelesen. Und zwar Leserbriefe von langjährigen Spiegellesern. Und ich muss mal sagen, ich lese dieses Produkt jetzt, weiß ich nicht, seit Ende der 70er Jahre. Und ich hätte ausgeschlossen, dass solche Leserbriefe von Spiegellesern kommen. Ich hätte das ausgeschlossen. Auch das ist ein Teil der Wahrheit, die mich allerdings sehr bedrückt. Ich will das ganz offen sagen. Da gibt es nicht nur eine Verrohung der Sprache, sondern da gibt es auch Ideologie im Sinne von Fremdenfeindlichkeit, kultureller Angst, Distanz bis hin zu offenem Hass. So muss man das wirklich sagen. Das hat mich schon sehr umgetrieben. Und deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass sie die politische Architektur in den nächsten Jahren sich hier in Deutschland nicht verschiebt. Und da haben wir alle, sagen wir mal, eine große Verantwortung. Letzter Satz will ich mal sagen, auf Frau Hoffmann. Sie haben gesagt, Frau Merkel war immer erfolgreich in zurückliegenden Jahren, weil sie hat nie eine moralische Position, das hat sie zum allerersten Mal eine. Ich habe nicht weil gesagt, aber das fällt zusammen. Jetzt. Ja, fällt zusammen. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, ich würde es wie folgt beschreiben. Das, was sie ausgemacht hat, ist ja zur Königsdisziplin von Politik und zwar durch Medien erklärt worden. Und was war das? Warten können, kein Adrenalin, wie bei Männern angeblich, die ja nur Adrenalin gesteuert Politik machen. Ja, Testosteron. Ja, Testosteron. Drittens, abwägend, immer den Konsens suchend, strategisch ganz weitreichend denkend und so weiter. Und ja, auch das nicht festlegen, galt ja geradezu als politischer Wert. Als politischer Wert. So, jetzt ist eines passiert. Ja, jetzt musste sich die Dame mal entscheiden. Ja, die musste sich mal für was entscheiden und hat sie sich entschieden. Ich finde das richtig im Übrigen. Allerdings, in der Tat, wer Richtungsentscheidungen kriegt, kriegt auch Richtungsdebatten. So, und ich finde, das hätte mal zu einem führen müssen. Man müsste mal für eines mal die Frage stellen müssen, was ist denn die Richtung von Frau Merkel? Weil Richtungslosigkeit zum Prinzip zu erheben, das führt zu Depolitisierung, im Übrigen auch zu falschen Antworten. Weil, wenn alles am Ende miteinander vermengt wird, kommen Antworten heraus, die entweder nicht praktikabel, falsch oder am Ende vielleicht sogar gar nichts bedeuten. Und ich finde, das ist hochgefährlich und das darf man nicht zulassen. Ja, und der letzte Satz ist, ich glaube, Politik muss eines leisten. Ich sage nicht, dass wir nicht über Begriffe nachdenken. Ich vertrete seit längerem die These, die Anteile von administrativen Maßnahmen, die man so macht, politischen Dingen, die man so tut und das Nachdenken über Kommunikation,
das muss in ein anderes zeitliches, in eine andere zeitliche Gewichtung kommen. Es kann nicht sein, dass ein Politiker mit hängendem Rockzipfel in ein Fernsehstudium kommt, vor 6 Millionen sitzt und auf dem Weg zur Maske zum allerersten Mal darüber nachdenkt, was will ich heute Abend hier eigentlich sagen, jenseits der Standardsätze, die ich schon heute gemacht, wie ich schon immer gemacht habe. Ich glaube, das ist nicht gut und deswegen müssen wir Sprache, Frames, Kommunikation eine größere Bedeutung geben, weil darüber vermittelt sich Politik und nur so kann Politik erfolgreich sein. Danke. Die letzten Worte gebühren Frau Hoffmann. Vielleicht, was sind Ihre Einschätzungen, was das Elisabeth Wehlings Projekt einer kognitiven neuronalen Aufklärung und eines insgesamt sensibleren Umgangs mit dem Faktor Sprache angeht? Ja, ich bin da skeptisch, möchte ich sagen. Also wir haben ja darüber gesprochen, welche Bedeutung das hat, das sehe ich alles. Ich glaube nur, das hat wirklich seine Grenzen. Also nur das plastischste Beispiel, Sie werden beim besten Willen die Leute nicht dazu bringen, gerne Steuern zu zahlen, indem Sie sie Steuerbeitragende nennen. Das wird einfach nicht passieren. Also die Realität ist durch Sprache bedingt manipulierbar und die Menschen aber wirklich auch nur bedingt. Alles klar, vielen Dank. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich möchte Ihnen danken fürs Mitdiskutieren, Elisabeth Wehling, Christian Hoffmann, Matthias Machnik, Michael Kellner, Ihnen fürs Kommen, auch fürs Mitdiskutieren. Und ich möchte Sie nicht gehen lassen, ohne Ihnen selber nochmal das Buch ans Herz zu legen. Es geht nicht nur um Frames, es geht nicht nur um effektives Kommunizieren. Es ist im Grunde ein Plädoyer, das kann man schon so sagen, ein Plädoyer für eine Revitalisierung der politischen Sprache, mithin auch für eine Revitalisierung unserer Demokratie. Das kam ja auch durch. Für eine Sprache, in der nicht mehr nur über Sachzwänge und Alternativlosigkeiten kommuniziert wird, sondern Positionen deutlich werden und insofern eine Sprache, die nicht auf eine Negation des Politischen hinausläuft, sondern auf Demokratie in ihrem Kern, nämlich Offenheit der Wege und die Diskussion darüber. Steckt sehr viel drin, ich lege es Ihnen sehr ans Herzen. Danke Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Applaus